Ich war jetzt kurz davor zu singen, irgendwie so. Patrufi, danke schön, aber ich kann das nicht, deswegen lassen wir es besser. Patrufi, danke schön für die verständliche Geheimwissenschaft. Und Servus an alle, schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Ihr wollt mich singen. Hallo, hallo. Oh, der Schnee ist weg, ja, Schnee ist weg. Der Winter geht langsam dem Ende entgegen, so ganz, ganz langsam. Furchtbare Musik, gar nicht. Das Lied heißt Nights in Mexico. Ich mag das. Kommt immer wieder im Stream. Mag der Nightbot schon wieder nicht. Mei, oh mei, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Die Haare sind wieder kurz, ja. Ja. Mario, Dankeschön für 5 Euro. Hallo, kann leider nicht lange bleiben. Deswegen ein kleines Geschenk wieder. Super lieb von dir. Schön, dass du reinschaust. Bleib so kurz du musst. So kurz du kannst. All gut, Dankeschön für 9 Monate. Habe heute Manhunt vom Samstag nachgeschaut, inklusive Dauerlachkrampf. Das ist gut, Alkut. Das ist gut. Das ist gut, wenn wir euch unterhalten können. Doch, der Nightbot tut was. Ja, Nightbot, da ist er. Wunderbar. Ganz wunderbar. Na, der, von wegen, er streikt mich, Alter. Da ist er. Da ist Mario. Ey. Mario kann nur kurz bleiben und haut einfach 10 Kanalmitgliedschaften raus. Mario, ich gehe einfach davon aus, das ist das Dankeschön für das geniale Video letzten Samstag, Minecraft-Flucht. Ey, Mario, du Verrückter. Vielen herzlichen Dank für 10 verschiedene Kanalmitgliedschaften. Dankeschön. Und dann haben wir Tagchen. Wuffi 2, Julius Reuter, Gandalf Dumbledore. Das ist ja eine interessante Kombi. Flammenfrost, Tornado, Old East Woodhand. Das hört sich so nach so Old Cheddarhand an, so ein bisschen. Raphael Dolderer, doppelt hält besser. Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei den Veteran Brokodiles. Hab ich irgendwie vergessen? Ich glaube nicht. Herzlich willkommen und ein dickes, dickes Danke an den lieben Mario. Super lieb. Dankeschön, Mario. Dankeschön. Minecraft Freiheit kommt am Samstag wieder. Video ist schon fertig. Ist noch nicht fertig eingestellt, das muss ich morgen machen. Aber Thumbnail ist auch weitestgehend fertig. Ich weiß noch nicht, ob ich zu 100% zufrieden bin, aber das kommt am Samstag. Hashtag Mario HD loben. Ja. Ja. Was für ein Gönner hier mit Gönner-Mode. Mit Gönner-Mode auf dem Gommel-Server heute. Wir sind heute wieder mit der Runde Bed Wars dabei. Wir müssen uns auch direkt sputen. Die anderen sind schon bereit und so, habe ich das Gefühl. Und ich noch nicht. Wir klinken uns gleich in den Call ein, springen auf Gomme und schauen, dass wir loslegen. Es wird wild. Es wird wild. Heute ein bisschen weniger Interaktion im Chat. Ein bisschen ist immer dabei, klar. Aber ein bisschen weniger, als wenn wir unsere gechillten Baustreams haben. Dafür Samstag mehr. Noch ein ultra dickes Dankeschön an die liebe Nadine, die hier ihren ersten Supersticker raushaut. Danke, Nadine. Woo! Dankeschön. Lieb von dir. Dankeschön. Erik hat gerade Tag gesagt und wurde schon rausgeschmissen. Ich weiß nicht, was los war. Mario schreibt aber, glaube ich, schon 30 Mitglieder verschenkt. Muss ja sein. Und danke für den Gang. Ja, super lieb von dir. Super, super, super lieb von dir. Danke, Mario. Dankeschön. Wir interagieren hier schon gut. Nicht, dass du uns noch störst. Okay, perfekt. Perfekt. Und Mel sagt, schicke Frisur. Dankeschön. Dankeschön. Extra für euch schick gemacht. Und natürlich für die Jungs jetzt hier. Ich klinge mich mal ein. Beste Cutter. Zerbomb Kroko! Extra für euch, ne? Ja, ne, Kroko. Wer schneidet Shows Video? Ich habe jemanden gebeten, meine Videos zu schneiden. Jemand, der meiner Meinung nach der beste Cutter der Welt ist. Der die beste Cutter der Welt ist. Und ich darf jetzt nur Ja, Nein sagen. Und ihr drei müsst gerade rausfinden, wer es ist. Er konnte mir nicht mal die Frage beantworten, ob die Person männlich oder weiblich ist. Das, also mein Cutter ist im Urlaub. Das kann gerade nicht sein, dass er den besten Cutter hat. Sorry. Joe, da wurdest du hops genommen. Ja, also deswegen ist das Spiel ein bisschen witzlos. Aber wir können gerne den zweitbesten Cutter der Welt suchen. Aus deiner Ansicht. Pumi cuttet für dich. Hm? Oh, Pumi. Ich hab Pumi gesagt. Hat Kroko gesagt. Nee, die Videos schneide ich. KI. Das ist eine KI. Es ist Basti GAG. Mario. Nein. Ey. Ach stimmt, der cuttet gar nicht. Dankeschön. Super lieb von dir, ey. Nochmal 5. Reclaimer, Meeresperle, Julia, Pinkas und Lars MP und Kroko sind cool. Herzlich willkommen bei den Rambo-Girls. Es ist offensichtlich. Dankeschön. Es ist Space. Joe selber. Space cuttet. Ja. Das hab ich auch schon gesagt. Oh mein Gott, es ist Space? Ja. Ja, das hab ich doch schon gesagt, das sagst du, nee, das ist der Zweitbeste. Roller neu, komm. Ja, es ist ja auch nur der Zweitbeste, weil der Beste ist ja gerade im Urlaub. Ernsthaft, ich hab's doch eigentlich gleich gehabt. Joe, du Arsch.
Space, hast du nicht genug Videomaterial? Nee, wirklich, also, ich sag ehrlich, ist langweilig, ne? Ja, ist also, schon langweilig. Das Manhunt-Video für Samstag wird knapp fertig. Ja, aber ja, die paar Stunden halt. Arbeit, die du reinsteckst, Pipi. Die war ja. Fabian, vielen lieben Dank. Space war sogar so lieb, sagte, eventuell schneidet er das heute auch noch, wenn das gut wird heute. Okay, was machen wir denn jetzt? Gehen auf Schneidet ihr das heute noch? Wie billig bist du, Space? Ich bin willig und billig. Nein. Okay, ich suche auch hier Showcraft. Im Supermarkt hatte sich mal eine Dame versprochen, tatsächlich. Da waren wir in der Kasse und eine andere Kasse öffnete und da sagte eine Dame dann wirklich zu uns so, hey, kommen Sie zu uns, ich bin billiger. den ich gerade einladen konnte, ist Space. Herr Kleib, wenn du mal HD Net, ne? Punkt net, ja, genau. Okay, ich bin auf dem Weg. Punkt nicht so ich net. Ich bin online. Kann ich jetzt endlich mal chatten? Ja, ich kann chatten. Nee, kann ich nicht. Hey, du warst jetzt länger als 30. Wie nötige einen Premium-Rang, um mit den Lobbys zu chatten. Ich habe übrigens heute eine Challenge. Ich darf keinen Spieler reporten. Wie kann ich VIP werden auf diesem Server? Ich kann Klaus fragen. Komm mal anschreiben. Ich kann ja auch einfach direkt nochmal. Ich schreibe Klaus kurz an. Space hat das auch schon für mich geregelt. Habe ich bei Kroko auch gemacht. Ich will den Arm kommen jetzt nicht irgendwie nerven. Oder so? Für die Anwerbung von ich darf eine Party beitreten. Guck, warum bist du so leise? Ich hab dich schon auf über 130%. Ich kann mich ein bisschen lauter machen, okay? Schau mal, hallo, bin ich jetzt lauter? Hallo. Ich sollte jetzt lauter sein. Hallo. Mario, das war wirklich Gönnermode bei dir. Mario, dickes Danke. Redet mal alle. Ich bin jetzt offline, wünsche euch einen schönen Stream. Hab morgen Schule, obwohl ich Fußschmerzen habe und keine Schmerztabletten. Hier ist ein Faker auf dem Server. Oh mein Gott, ein Faker? Der heißt private Runde, den bann ich gleich. Ja, muss ein Faker sein. Was ist los bei euch? Oh mein Gott. Ja, Joe. Ihr macht schon wieder Jokes, die ich nicht checke. Ja, das ist ein NPC. Starte deine eigene Spielrunde, private. Okay. Genau. Seid ihr ready? Ja, ich keine Ahnung, was muss ich machen? Du musst gerade gar nichts machen. Ich muss einfach nur auswählen und sagen, jetzt geht's los. Okay. Ich mache jetzt Aufnahme. Oh, Joe, du bist nicht in der Party. Ja, eben. Ich muss gar nichts machen. Kann mir einer erklären, warum ich nur 60 FPS habe? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe meinen Shader sogar ausgemacht. Ist Joe drin? Nein, ich bin drin. Karton im Team. Wir müssen raus nochmal. Slash hab. Warum habe ich nur... Slash hab. Nochmal raus. Okay. Hä? Wir gehen jetzt in Bad Wars 4x3 Springfield. Wieso hab ich hab keinen Shader an und hab gerade so 60 FPS? Hast du irgendwie V-Sync an oder so? Streamst du gleichzeitig? Guck mal, deine Option, hast du V-Sync an? Nee, hab ich nicht an. Das Leute, die Runde beginnt. 66 Base, 74. Jetzt müssen wir mal eine Runde gewinnen mit dir. Ja, ich habe eben schon Bad Wars gespielt. Ich hab mich schon eingespielt hier. Du musst auch mal im Gewinnerteam sein. Du warst das letzte Mal tot. Ja, zur Abwechslung mal. Ne? Nein, der war definitiv auch Mitgewinner. Lukas, Dankeschön für deine Kanalmitgliedschaft. Herzlich willkommen. Wir haben so eine schicke Fabrik, aber unser Badge steht einfach draußen. Nee, VBN ist aus. Ich hab schon geschaut, Lucy. Jemand, der geimpft sein kann, tatsächlich. Hätte man das Bett nicht hier oben hinstellen können? Oder so? Nö, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag es oft am liebsten, wenn es ganz vorne steht, weil dann weißt du auch, das ist leichter zu verteidigen. Man macht irgendwann Anfang der Runde einen Textprompt und Minecraft generiert mit ChatGPT eine Bad Wars Runde Map. Das wäre so geil. Was? Ja, du schreibst einfach in den Chat, was du gerne für eine Map hättest und die KI macht dir dann eine Bad Wars Map. So hast du nie dieselbe Map. Okay. Das wäre geil. Das würde ich fühlen. Also die baut einfach eine Map, die KI quasi. Ja, genau. Ja, okay, gut. Da sind wir ja noch nicht, dass die das kann. Ja, leider. So ein KI-Plugin. Noch nicht. So, komm, Space. Komm. Oh ja, Basti. Let's go. Baut er gerade das Bett Ist dazu gebaut. Sehr schön, sehr schön. Also ich kümmere mich so ein bisschen um Diamanten mal kurz, ne? Gelb müssen wir aufpassen. Hier, du holst das Gold, du gehst zurück, ja? Ja, grün kommt gleich von rechts. Ja, also mein Stream läuft übrigens einwandfrei, gerade gefragt wird. Kroko, bei dir ist, glaube ich, gleich jemand. Oh, ich bin dumm. Alles gut, das wissen wir schon. Ja, egal, ich weiß. Joe, du verteidigst schnell. Hau den weg, Joe. Hau den weg, Joe. Ach, den da. Ich komm auch, Joe. Ja, da ist nur einer.
Bett ist alles. Was machst du da? Mich drum, ciao! Im Gegensatz zu dir! Oh, nicht unser Bett. Was ich hab unser Bett eingebaut. Du siehst, unser Bett ist jetzt gesichert. Ja, das hast du gut gemacht, Joe. Das hast du sehr gut gemacht. Freut mich. So, okay. Ich hol Diamanten. Denkt dran, holt euch früh genug eine Team-Chest, um Sachen zu safen und so. Ja, ich fange mal an, noch einen Weg in die andere Richtung zu bauen. Basti, du kannst dann gleich mich unterstützen. Ich habe zwei Diamanten habe ich jetzt am Start. Was soll ich kaufen? Es sind noch drei in der Team-Chest. Es sind noch drei. Lass uns wieder schauen, dass wir unsere Forge upgraden. Okay. Dann mache ich das erste Forge-Upgrade jetzt. Gerne. Perfekter Mann. Und eine Blitzfalle habe ich drin. Aber die Falle ist am Anfang verschenkt, Basti, finde ich. Wie funktioniert die Falle genau? Ich habe es immer noch nicht genau verstanden. Also sie löst auch, sobald irgendjemand unser Grundstück betritt. Ja, und wenn halt einer kommt, löst halt einer aus. Und am Anfang, glaube ich, brauchen wir die Diamanten halt für unsere Upgrades. Deswegen würde ich da... Ja, das ist ein Diamant, den hast du selbst wieder drin. Ja, die sind wieder drin. Ist der eine Diamant, dem mir fehlt dann. Ja, jetzt mimimi. Nee, mehr. Ja. Wenn hier mehrere Spieler stehen, kommt man dann mehr Loot? Ja, anscheinend. Es bekommt jeder Loot. Zentral, also, sozusagen. Hast du Gold geholt? Gut. Yes, hab 10 Stück. Gelb wurde. Okay. Ah, nice. Geh auch mal kurz mit so. In der Mitte sind Diamanten dann, oder? Was brauchst du, Space? Team zur Mitte raus. Dritte Leute, es ging um, die dritte geht es zur Mitte. Ging um dritte. Hallo, man tritt so etwas, man tritt halt ab und zu mal zu und so. Ach, also, zur Mitte zu dritte. Ja, genau. Wow. Verstehe. Ihr lasst mir auch mal ein paar über. So wie ich habe nicht mal ein gutes Schwert. Okay, nein. So, es wird unser erster Win. Space, du hast schon eine Diamantrüstung. King. King. King, hol mal für uns alle eine ran, das hört sich gut an. Ja, ich hol mal für euch noch mehr. Weil wenn du nachher ins Void fest, haben wir keiner was davon, muss man mal so sagen. Keckweh. Behält man die eigentlich, wenn man stirbt? Oh, Team Rüstung raus, bleibt, ja. Leute, ich habe hier gerade ein Problem. Blau versus Rot, Leute, wer wird gewinnen? Ja, Rot natürlich. Blau hat mir gerade meine... Blau hat mir gerade meine... Blöd, Mann! Wie, was? Der hat alles kaputt gemacht! Nicht hinterher! Achtung! Schön. Wir brauchen jetzt Upgrades, unbedingt. Ja, die haben mir leider 4 Diamanten geklaut, die Halunken. Wo kamen die denn jetzt her? Von den Diamanten. Von den Diamanten. Ja, mal schnell links zu den Dias. Ja, geh du zu den Dias. Du hast ja eh Team Chest, ne? Nope. Nicht? Das ist hat jemand gleich 6 Eisen für mich über? Das wäre super. 4 habe ich, aber ich kann noch mal ein bisschen was anderes holen. Wir brauchen noch 2 Stück, dann haben wir eine bessere Forge. Oh ja, dann komme ich direkt. Ich habe 3 Dias. Perfekt. Und hol dir bitte eine Team-Chest. Eisen liegt in der Team-Chest hier. Ja, sehr geil. Du kannst mir Dias geben, ich habe sie gerade da. Drop sie einfach, Space, ich mache das Upgrade. Bitteschön. Ein bisschen safe. Oh ja. Komm nicht, alles gut. Wir brauchen jetzt für jeden. Oh lol. So ein Feuerball, Junge! Ja, geradeaus. Von der Mitte hat Achtung, er geschossen. Noch ein Feuerball. Können wir auch. Ja nicht können schwer. Wir auch, ja. Können wir auch. Okay, was machen wir jetzt? Also quasi bessere Rüstung. Kam Forge Upgrade Nummer 2. Haben wir noch ein bisschen Gold? Upgrade, dann haben wir Gold. Joe, sag mal ganz liebe Grüße an Klaus. Ganz liebe Grüße an Klaus! Perfekt. Das ist die Validierung, oder? Ja, richtig. Waren das jetzt die geheimen Worte, die man sagen muss, damit man VIP bekommt? Das sind die geheimen Worte. Das hätte ich jetzt mal nicht on-stream sagen dürfen, oder? Das hätte ich nicht on-stream sagen dürfen. Ist illegal. Aber nein, jetzt kriege ich jetzt nicht gebannt vom Netzwerk. Ja, genau, jetzt bannt er mich. Zusammenbleiben jetzt. Ja, aber die Feuerbälle will ich ein bisschen aufsparen, Joe, weil so bringt es ja nicht viel, wenn die auf die Brücken Blagern gehen quasi. Ach, wir haben Space. Solange wir Space haben, können wir nicht sterben. Ja, hallo, Jinx. Kommt einer von den Dias, von der Dias-Seite. Achtung. Wer hat einen Bogen gekauft? Ich habe ihn schon getroffen. Mitte, kommt auch einer. Okay, Jungs, geht ganz entspannt das Ganze an hier. Ganz entspannt. Geh auf den Einzelnen von der Dias-Seite. Geh da drauf mit dem Bogen auf den von der Dias-Seite. Okay, ich habe nicht mehr so viele Pfeile leider. Ja gut, wir lagern uns ja komplett. Soll ich einfach mal da reinjumpen? Ja, mach mal. Nein, du bist... Oh, nee, das ist gibt's das? Ist das nicht gut? Ja, nee, das ist... Der macht euch alle 3 alleine weg. Ich, Kroko, brauchst du Pfeile noch? Yes.
Okay, Joe, wenn du Eisen hast, dann hol Pfeile. Für Kroko. Warum kann ich den Block nicht erbauen? Oh, Space, tust du gerade. Joe holt keine Pfeile, wie sich rausstellt, Pfeile sondern schießt selber. In der Team-Chest sind welche. Haben wir unseren Spawner schon gehabt? Kommt einer rein, der baut sich über uns, Wir sind nur die Pfeile ausgegangen. Weil The Joe Craft keine gebracht hat. Ja, aber Mann, Joe! Ich hab's ja gerade. Joe! Ja, ist ja gut, Leute. Ich bin ja nicht so gut wie ihr. Zusammenbleiben. Pila. Müssen wir koordinieren jetzt. Joe, zeig mal den Chat kurz. Ist ein normales Eisen. Okay, lass tauschen. Danke. Danke, Chat. So, ihr könnt abfeuern. Ein besseres Chat. Oh, Achtung, passiert. Oh, der macht gut Damage. Irgendwie versuchen runterzuschießen. Wer schießt denn da? Hat da einer gesoffen? Hat einer gesoffen? Wo seid ihr? Ja, am Fighten. Hast du noch Pfeile? Am Defensen. Noch ein paar, ja. Komm, Achtung. Pass auf. Jetzt sind sie da. Ich bin raus. Ne? Ich bin raus. Ich hatte auch keine Rüstung, um ehrlich zu sein. Ich hatte keine Rüstung. Ja, auch raus. Oh, ich bin nochmal weg, der Und stand Inne. Draußen an der Brüstung. Ja, Space, dann mach mal. Go, Space, du hast es im Griff. Space schafft das schon, ne? Du fast nicht verfolgt. Einfach draufgehen lassen. Ich bin halt einfach durch. Krass, wie der uns im Stich lässt, ne? Das ist, ja. Der eine hat sich gerade selber runtergeschossen. Einfach im Team gelassen. Im Stich gelassen, genau. Das Team. Das ist so, meine Damen und Herren, hier sehen Sie jetzt Space mit X. Guck mal, einer hat das sogar weggemacht. Der andere hat Wieso hast du das nicht wieder, ne? gleich über dir, gemacht, über dir, Space? Über dir. Das check ich gerade auch, ne? Weißt du, wir sterben und Space schaut zu und jetzt mailt. Ja, ist jetzt, so. Jetzt, das ist eine Lüge. Jetzt passt die Challenge. Oh, schlecht. Ich hab doch versucht, euch zu retten, aber ich konnte nur weglaufen, ja. Ich konnte nur weglaufen. Das war der einfachste Weg. Also, ich würde mal sagen, hier ganz großes L, Leute, ne? Nächstes Mal, wenn wir in so einer Situation sind, glaube ich, können wir uns auch bewegen. Also können wir gemeinsam quasi weiterziehen. Müssen wir mal schauen, ob das funktioniert, ja, bevor wir uns. Also, beziehungsweise gleich auf die Mitte bunkern, sozusagen, ne? Okay, Leute, holt mal am Anfang ganz viele Blöcke und droppt mir die. Dann kann ich einen schnellen Weg bauen. Dann kommen wir schnell an Ressourcen. Okay. Ja, okay, hier einmal. Du musst sie nur umdrehen, also du kriegst Blöcke? Das Zeug. Hast du Team-Chests oder können wir dir noch mehr Blöcke holen? Ja, vielleicht wäre es auch gut, wenn man tatsächlich mit Team-Chests spielt, ne? Space? Hier? Ja, was? Vor dir liegen Blöcke. Aber unser Bett könnte vielleicht gesichert werden oder so, ne? Ja, das ist genau, das ist immer übertrieben, das Bett zu sichern. Das ist immer irgendwie... Das braucht eigentlich nicht, ne? Stimmt, eigentlich ist es ziemlich egal. Ziemlich übertrieben. Joe, was war das? Habe ich jetzt VIP-Rang oder so? Oder ist das schon passiert, oder wie? Ja, Bin ich schon VIP? Echt? Ja, sind wir lauter VIPs hier? Wir sind so krass. Du siehst, also in der Lobby siehst du es. Du warst gerade eben auch lila. Cool, wie nett. Einfach lila. Insane. Zweimal Aufkommen gewesen, direkt lila. Ja, ist Andere krass, träumen oder? Ihr ganzes Leben davon, ne? Echt? Wirklich, ja, das ist ein Lebenstraum von Leuten. Nein, ist es das? Wieso? Real Talk. Doch, voll im Ernst. Nee, das ist wirklich. Früher das war das auch voll krass. Es gibt ja auch Aufkommen, auch die Fotoboxen. Genau. Da können die Screenshots mit dir machen und so. Okay. Du kannst sogar deine eigene Custom-Box beantragen. Okay. Ich kann ja auch mal persönlich anfragen. Für alle VIPs. Ich kenne ihn ja eigentlich, ist ja ganz netter. Ja, bloß, dass er sich halt um sowas sich kümmert. Eben. Da wahrscheinlich ein gutes Team dahinter. Absolut, ja. Kommt mir irgendwo ja bekannt vor. Oh, unsere ganzen Diamant-Ding, auch gelb, bunkert schon wieder bei den Diamanten. Da kriege ich schon wieder... Ja, die kommen schon. Aber grün hat gerade Bett verloren, ne? Oh, das ist sehr gut. Dann können wir Cordula die... Grün. Was ist denn sinnvoll, am ersten zu craften? Könnt ihr mir das mal erklären? Also quasi, ist es sinnvoll, am Anfang einen Bogen sich zu machen? Du hast mich. Space. Du hast Hallo. Mich. Du hast mich. Du hast mich tanzen gesehen. Space. Hallo? Hi, Joe. Was ist denn am Anfang sinnvoll zu machen? Ein besseres Schwert oder... Hinter dir, Basti, hinter dir. Alles gut. Hab ihn. Ja, warum komme ich dann zu dir? Ich hab die Diamanten gesaved. Hab den Weg gemacht. Da war ein Feuerball. Grün Nummer 2 kommt. Gelb kommt. Gelb, ich bin bei dir, Space. Ich bin Space bei dir.
Okay, der Gelbe ist weg. Oh, ich bin... Was? Sprechen wir nicht drüber. Alles gut, du hast Ablenkung gemacht. Sprechen wir nicht drüber, das war Ablenkung. Das ist, der lacht Koko? Nämlich jetzt und kann nicht kämpfen. Richtig. Mhm, genau, das war... Mhm. Ich bin mir sicher, dass das sicher... Mhm. Oh, der hat einen Booster, scheiße. Vorsicht. Egal, komm, lass uns den holen. Nice, der ist weg. Da-dam! Boy. Hast du Team Chess? Ich nee, hab aber Team du. Chess. Ich schnapp mal lieber defensiv. Ihr könnt euch direkt was kaufen. Tust du mal unsere Forge upgraden, Joe? Wie geht das? Du nimmst die Diamanten, gehst zu dem Upgrade-Dude, ja, und klickst da, wo dieses Nugget ist. Das heißt, glaube ich, Forge dann. Ressourcen? Okay. Oh, Basisverteidigung? Nein. Ich glaube, Ressourcen heißt es. Ressourcen? Der Grün Ressourcen? Hat sich selbst umgebracht, geil. Ressourcen wurde upgraded. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig war, was ich gemacht habe. Also ja, dieses Upgrade habe ich noch nicht verstanden. Irgendwo, ich drücke einfach drauf. Sachen. Ich drücke einfach irgendwo drauf, genau, und das hoffe ich. Space, pass bitte auf, dass, also quasi geh du mal lieber in die, defensiv machen wir hier schön. Ich glaube, ich bringe jemand mit. Ist jemand hinter mir? Ich weiß es nicht. Ja, hinter dir ist, glaube ich, jemand, oder? Ja, ein paar Gäste sind immer gut. Wir sind gastfreundlich. Ich habe das im Griff, ich habe nicht ein paar Diamanten. Nein, sind wir nicht. Viele, doch, wir sind sehr gastfreundlich. Finde ich nicht. Nein, sollten wir nicht sein. Hä, als ob. Space, ich werfe einen Feuerball, renn zurück. So, ein Feuerball, Junge. Ich bringe mich kurz um. Aua, der macht böse Sachen mit mir. Der macht böse Sachen. Ja, ihr schön. Habt den. Achtung, Feuerball. Feuerball aufs Bett. Hab direkt wieder Zim gebaut. Wir sind hier schon wieder im Bogen. Was für ein fies Mensch. Achtung, Koko. Gelb hat das Bett verloren. Ja. Weg da mit ihm, ja. Okay, tschüss. Wir müssen gehen. Space, lass mal direkt zu Blau rüber. Ich hatte keinen Bock. Weil sonst, sonst. Okay, ja. Okay. Dann bräuchte ich ein bisschen Hilfe dabei. Ich bin hinter dir. Ich glaub, okay, Basti, du weißt, wie das geht, ne? Was sehr geil, Basti. Was weiß ich, wie geht? Ein Blau in der Mitte. Ich habe leider keine... Ich müsste gleich in Rückzug eventuell. Ja, ich mach Meat Shield, aber ich habe nämlich keine... Ich habe leider keine... Ja, ich bin eingefroren. Ich bin eingefroren. Irgendwer hat mich eingefroren. Ja. Hm. Oh Gott. Was? Ist sinnvoll. Komm, ich lauf rein! Das war er. Feuerball, Junge. Irgendwie ist Joe schon ein bisschen süß. Wird bei mir hier geschrieben. Ja. Wieso? Blau kommt. Vorsicht, Blau kommt. Weg. Ich mag solche Menschen nicht, die einfach kommen hier. Hey, Blödmann. Warum macht er das? Stein reicht, ne? Warum macht er das? Joe einfach Blödmann sagt. Wir müssen mal schauen, dass wir unsere Position wieder halten, dass wir an Rohstoffe, an Diamanten und so rankommen. Nicht, dass die hier... Ah, ich habe natürlich keine Chest dabei. Space, ich habe ein Eisenschwert. Hilft dir das? Oh, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Ich hasse sowas. Eieieiei. War das der Laufbeppo? Blau, der hat mich schon runtergehauen. Blau Beppo. Ja. Ich bin da, Joe. Nein. Ich bin weg. Hab ihn. Bin sicher. Wer ist raus? Space rum. Space ist raus, oder? Ich finde das nicht nett. Wir sind ein bisschen viel zu unkoordiniert. Ja, mega. Das war mal eine bessere Runde. Gerade sind wir so schlecht. Nein, ist alles gut. Wir haben auch starke Gegner, muss man auch dazu sagen. Space wurde schon wieder gekillt. Ich hab zugeschaut, wie die anderen alle Brücken bauen. Und dann weiß man schon, dass man tendenziell eher... Wie sollen wir das denn jetzt noch schaffen? ...nicht so Profis ist. Hä? Jetzt fängt der schon wieder an. Du willst Karma rausfordern, ich merk schon. Joe, der wahre, einzig wahre Optimist. Haben wir schon verloren. Wir können uns einfach alle runterspringen. Ja, okay, der eine Blau ist wirklich gut, tatsächlich. Die sind alle gut. Ja, wie sollen wir es denn jetzt ausrichten können? Ja, einfach weitermachen. Kein Equipment, um bloß euch nicht unterkriegen lassen. Ja, ihr habt schon verloren. Komm, hau ab. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Joe, nicht spam. Pass auf, hinter dir, Kroko, hinter dir. Komm, hinter dir, Basti auch gleich hinter dir. Ah, ich hab's nicht geschafft. Schade. Basti, hinter dir? 3, 2, ja, oh. Okay, Joe, jetzt alles von dir abhängig. Ach, los, nö. Joe, es hängt an dir. Hey, aber wir sind schon wieder zweiter Platz, ne? Also, wollte ich nur gesagt haben. Okay, der eine ist sogar wohl Platz 2 monatlich. Oder? Irgendwie in Bad Wars. Oder gibt's die? Nee, die gibt's alle noch. Die sind noch nicht draußen, oder? Sind die schon draußen? Ja, Joe, mach sie nieder! Streck ihn! Einfach nieder! Oh, yes, Joe. Und Joe tut's wirklich. Hol ihn! Oh mein Gott! Hol ihn, Joe! Oh, ja, immer diese. Oh, Basti, der bessere gewinnt! Hast du gerade zwei hintereinander einfach. Joe! Was war das jetzt? Ich glaube, ich keinem, dass die sich einfach töten lassen haben. Haben sie nicht. Also, ich hab's natürlich mitgekriegt, dass die haben sich einfach quasi haben schlagen lassen. Haben sie nicht. Die sind weggelaufen, die sind geflüchtet wirklich, vor dir. Die haben richtig Angst vor dir. Du warst so dominant. Nein, Joe, warst du wirklich. Was für ein kleines Stück. Manchmal, ne? Ja.
die Blauen wollen einen Screen mit dir. Guck das Ding an, die dich nicht hätte. Die wollen alle einen Screen mit dir. Vielen Dank für die Kanalmitgliedschaft. Herzlich willkommen, wenn du wieder Hamburger da bist. Oh, schöner Spring! Oh, Feuerball. Joe, spring jetzt! Oder ich report dich! Joe, gib den Screen! Gib den Screen! Nein, mach's nicht! Screen. Spring! Der will nur einen Screen! Joe! Also kriegst du keinen Screen. Okay. Oh, Joe, warum lässt du dich so demütigen? Ich wäre runtergesprungen. Nee. Das war ja richtig. Valhalla und so. Bis zum Schluss. Genau, wollte gerade sagen, nicht auf der Flucht sterben, im Kampf. Also wenn schon, dann trete ich in Würde ab. Ja, der eine Grüne, glaube ich, der ist wirklich... Das heißt, könntest du uns beim nächsten Mal ein bisschen besser carryen? Nee. Wo ist der Space von diesen YouTubers mit Manhunt und Titan und alles? Hat er die Manhunt bisher ja schon gewonnen? Manhunt hat er auch immer versagt. Ja, ich kann sagen, so, Slash Stats, was hat der hier? Der hat einen 29er KD! Wer denn? Was ist das? Der Typ, ja, wenn ich einen Hackline drin hätte, hätte ich das auch. Der hat diesen Monat 900 Spiele gespielt. 900! Ja, der hat bestimmt eine KI programmiert, die für ihn spielt. Tja, Leute, ich glaube, dass wir keine Runde gewinnen werden können, oder? Ja, wir müssen halt mal, wenn wir früher ausschauen, einfach rausgehen, dass wir halt einfach andere Leute mit in die Runden reinbekommen. Ich glaube, das macht schon Sinn. Wer baut Bett mit Holz zu? Ich würde Dias ranholen gehen. Könnt ihr mir mal ein bisschen erklären, was ist Quick Buy? Ah, das ist hier diese schnellen Sachen. Okay, verstehe. Rüstung haben wir hier, Werkzeuge brauchen wir. Sind Werkzeuge sinnvoll? Sind Waffen sinnvoll? Ja. Also ich meine, diese Armbrüste, spezielles. Was haben wir? Eine Enderperle, Rettungskapsel, Rettungsplattform, mal, Seil. Seit wann gibt es diese Armbrüste? Die sind doch relativ neu, oder? Ich weiß es nicht. Was kostet eigentlich so eine Teamchest? Zwei Eisen. Ach, dann ist ja easy. Hol sie dir einfach. Lohnt sich. Also wäre halt fürs Team gut, wenn du ein Teamplayer bist. Ich bin ein Teamplayer, ich habe eine Team-Chest. Der hat sogar geliefert. Oh, hier ist einer. Hier ist ein Mordgame, Leute. Nee, ist es nicht, aber der ist gut. Hier ist noch ein roter. Ja, roten. Und grün, drei grüne, ein roter, ja. Oh, ich habe mich verbaut. Naja. Hui, sind da viele. Sag mal, ihr habt ja einen richtigen Magneten da. Ja. Unser Magnet heißt Krokodil Andy. Hier von der anderen Seite. Ja, genau, rot auch hier. Ja, hier. Kannst halt nichts machen, wenn alle auf dich gehen. Ja, das ist wildes Targeting. Das war schon krass. Ja, deswegen. Das war schon krass. Kann jemand reporten für mich? Nein, lass doch aus der Runde rausgehen und eine neue machen. Ist doch easy. Ja, lass uns runter rausgehen. Lass doch rausgehen und wir machen eine neue Runde, wo wir mit anderen Leuten gehen. Das ist doch noch. Slasher? Okay. Oh, wir haben doch noch gelebt. Ja, einfach um eine neue Truppe zu kriegen, Space, weißt du? Okay. Ja, los, mach. Das ist nämlich mal, weißt du, wenn wir immer bis zum Ende drin bleiben, kriegen wir immer dieselben Spieler. Stimmt. Das ist so die Idee gewesen, weil normalerweise gebe ich nicht auf, auch so nicht. Oh Gott, okay. Immer gute Idee. Next David, dankeschön für die verschenkte Kanalmitgliedschaft und dankeschön für die weitere verschenkte Kanalmitgliedschaft. Ja. Einmal an Daniel. Oh, ich muss mich nur an die richtige Stelle stellen, dann reden wir weiter. Einmal dankeschön an einmal herzlich willkommen an Daniel O und auch an 3D Tech Insider. Herzlich willkommen wieder Hamburger Eis und dickes Dank an NextDivid. Das ist PvP, ne? Das sind die Weisheiten des Tages, ja. Also wo ich mir tatsächlich noch schwer tue beim PvP, ist zu wissen, an wann der richtige Zeitpunkt zum Schlagen ist. Ja, also von der Entfernung her, weil oft werde ich geschlagen, wo ich denke, so, geht doch noch gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass meine Hits gar nicht landen. Das ist das größte Problem. Ich habe immer das Gefühl, dass... Der trifft dich schneller. Kommt aufs Movement an. Lauftechnik. Nicht nur hitten, einfach nur draufschlagen, Lauftechnik. Also sowas wie Strafen, W-Tappen, S-Tappen und so weiter. Oh, ist halt extrem. Wie Strafen? Was ist Strafen? Kannst du das links, erklären? Rechts laufen, prinzipiell. A und D. Und das Wichtige ist halt auch, deine Hit-Resets halt richtig zu timen. Von dem her, ja. Boah, krass. Also ich find's cool, wenn Space so Fachbewörter benutzt. Das ist mal... Das hört sich richtig an. Optionen und auch Keybindings gehst, oder mal Controls, Keybinds, dann steht ja auch da bei A und D Strafe Left, Strafe Right. Ah, okay. Rot kommt gleich eventuell. Kannst du nochmal das sagen, Space? Strafe. Oh mein Gott. Strafen. Strafen. S-Tappen. Hast du heute schon ge-S-Tappt ein bisschen? Sag mal, hier kann man bei den Diamanten jemand helfen, da sind zwei Blaue. Ich könnte da Unterstützung brauchen. Das strafed ein Blau. Ja. Hallo, lass uns mal die organisieren. Jetzt ist wieder gut, ihr zwei, okay? Jetzt ist wieder gut. Ja, okay. Jetzt machen wir wieder weniger Erwachsenen-Bad Wars, mehr wieder für
Jugendliche und so. Normale Menschen. Wer ist da, wer ist da, wer ist da? Geh mal drauf. Ich bin da, hi. Bin Uwe, bin auch dabei. Was machen wir denn jetzt? Ich stehe die ganze Zeit so sinnlos rum. Ich warte auf ein besseres Schwert. Ja, oh. Ja, weil wir nicht schnell genug waren, leider. Frech. Weil wir nicht schnell genug waren. Hat die einfach weggeworfen, was ein Willi, ey. Was ein Willi, ey. Space, ich verrate dir ein Geheimnis. Ich habe nicht genug Blöcke, um wieder zurückzukommen. Oh mein Gott, okay. Kannst du eine kleine Treppe bauen für uns, so eine hübsche? Ich komme. Ich baue einfach einen Weg. Oder noch besser, ja. Nimm du mal den Dia, du das hier ein bisschen transportieren. Ich bin transportieren. Ich baue halt mal den Weg hier rüber. Eigentlich gemein, dass der die so wegwerfen durfte. Ich habe den kaputt gehauen. Mann, ey. Ja. Du hast so, den ich dominiert. Ich warte nicht mehr. Okay, Poco, lauf dir zurück. Ich bleib hier. Du bist der Beste, Beige. Du bist der Beste. Hä, was wird denn das? Josef. Was ist das? Ich dachte, der war in Ordnung. Alles gut, alles easy. Hier ist ein Pinguin, der fliegt. Fabo! So, ich geb dir jetzt trotzdem ganz kurz Schutz, auch wenn Rot wir eigentlich. Rot kommt zu uns. Okay, ich komm zurück. Nee, oder bleib ruhig. Also, bisher, ich weiß nicht, wie viele sind das? Rot kommt, ja, einen anderen konnte ich aufhalten. Ich nehme mal den einen Dia mit und jetzt komme ich. Er hat das unter Kontrolle, ne? Joe bräuchte hier, glaube ich, Hilfe. Und ein gutes Schwert. Schnell, komm, rot. Hab ihn. Easy. Gut gemacht. Warum hat der mich so stark gekriegt, obwohl ich ein besseres Schwert hatte? Moment. Crit, er hat gecrittet. Der hat left and right gecrittet. Ich hab auch gecrittet. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, da hat er ein Stray-Movement gemacht und so, ne? Hab's grüne Bett! Sehr gut, Basti. Oh, Basti. Kann man das Bett auch mit den Feuerbällen abbauen? Nein, aber aufbauen. Nee. Aber du hast genau aufschießen quasi, das ist schon sehr effizient. Ja. Kroko, das. Wenn man zwei Eisen für mich hat, dann könnte ich. Dann kann ich mir eine Teamchest holen. Ich gehe Diamanten rechts holen. By the way, Joe, was mir bei dir aufgefallen ist: Überflüssige Ressourcen immer in die Teamchest legen. Immer. Okay. Hm? Genau. Also nichts. Was ist denn sinnvoll zu kaufen? Ich warte die ganze Zeit darauf, mir ein besseres Schwert zu holen. Ist das sinnvoll? Kannst du machen. Also ich sag mal so, ein Steinschwert mitzunehmen macht schon Sinn. Eisenschwert, du verlierst halt, sobald du runterfällst, verlierst du das Schwert. Rüstung verlierst du nicht. Teuer. Also eher eine Eisenrüstung anziehen. Woher habt ihr Planks? Kannst du kaufen, bei Blöcke. Aber die Planks sind nur gut, um Bootbetten einzubauen, ne? Also nicht irgendwie, kannst du keine Werkbank machen. Aber wir brauchen ein Roter kommt zu uns. Oh je. Ja, ein Roter kommt zu uns. Zwei Rote. Das sind zwei Rote. Einer ist rechts und einer ist Richtung Mitte. Der eine hat Diamanten, mehr Diamanten. Ja, der Arme, der verliert das Diaschwert jetzt, wenn er runterfällt, ne? Sieben Stück in der Teamchest. Ich warte nochmal. Ja, 19 Sekunden warte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Oh. Da komme ich lieber helfen. Habt ihr den? Kill den mit Diaschwert, los! Der Arme verliert sein Diaschwert. Nee, geht nicht. Wie soll ich das denn schaffen? Nein, was? Beil dich jetzt hab mal. Hab ihn, oh, du hast recht. Gutes Ding. Boah. Ach, ich hab den Eisenschwert gebracht. Du hattest ein Eisenschwert, der Gegner hat ein Holzschwert. Du musst den Gegner auch schlagen, damit er stirbt. Danke, Leute! Sehr nett von euch! Joe, dein Chat nimmt dich raus, ne? 9 Dias sind in der Teamchest. Sehr, sehr geil. Dann lass mal ganz kurz. Ich kann den 10. Ich hol gleich noch einen. Dann haben wir 11. Oder dann entscheidet ihr Upgrades. Forge finde ich wichtig. Das ist so ein roter Blödmann. Hallo. Also, was, du kannst mich mal. Ah! Alles gut? Bei uns? So allgemein. Da kommt jemand. Nimmt einer das kurz. Oh. Weg. Angriff. Jemand baut das Bett schnell zu. Ich hab zugebaut. Gut. Schön, Basti. Richtig schön. Schöne Sache. Was kosten die sprengsicheren Glasblöcke? So ganz sprengsicher sind die auch nicht, ne? Aber ja, könnte man mal überlegen, wie drüber zu bauen. Also wir haben 11 Stück, ne? 11 Dias. Ja, ich upgrade mal die Forge. Ja. Okay. Haben wir irgendwie noch Eisen oder so? Boah, noch einen Dia mehr, wenn ich den gleich in die Kiste gepackt hätte, den ich eingesammelt hätte. Das wollte ich eigentlich. Warte, ich kann noch einen holen gehen. Die droppen zu langsam, die Viecher. Wir sind noch alle, ne? Und unser Bett steht noch. Eigentlich sieht es ganz gut aus, die Runde. Es scheint eine gute Runde zu sein. Ja, gerade. Eins haben wir, ein Team ist fast ausgelöscht. Es sind 3 weitere Dias in der Chest. Ein Roter kommt gerade. Ich bin hier gerade auf der Wacht, wenn jemand bin auch am Start. Let's go. Machen wir den. Sorry, ich hab mal kurz. Okay, nice, ja, das war nicht so smart stimmen. Eigentlich, weil das hätten wir auch anders hingekriegt. Hier, ich mache Upgrades. Oh.
Oh, eine noch, dann gebe ich uns Schärfe. Einen Himmelsweg hier rüber. Ein bisschen wenn jemand Lust hat, kann er mir Brücken Rot bei uns? In die Kiste Komm machen. Ich hab grad kein Eisen. Nein. Oh, Space. Entschuldigung. Boah, haben wir, schon haben wollte wir, mich töten, haben wir. Warum? Nee, ich dachte, ich wollte die anderen runterschmeißen, aber ich wusste, dass du schaffst. Warum willst du mich töten? Oh mein Gott. Mit Linksklick spielt. Oh, Chat, ihr seid so fies. Oh. Mit Linksklick schlägt man. Ich weiß, das habe ich rausgefunden. Wäre richtig geil, wenn wirklich? Jemand Brücken reinlegen kann. Ich habe dummerweise Eisen mitgenommen. Ich Brücken? Trottel. Was haben wir Eisen? Haben wir denn Eisen dafür? Ich guck mal, ob ich Brücken machen kann, schnell Space. Dingsbums. Brücken? Ja. Krücken hätte er gerne, Krücken. Ich habe eine normale Brücke drin. So kann man nicht in der Kiste legen, das geht nicht, Roko. Gib bitte. Doch, gibt. Nice, danke. Da kommt Rot. Bin gleich da. Wäre geil, wenn mir einer einen Fireball reinlegen könnte. Ja, mache ich dir, sobald die Rohstoffe da sind. Ich versuche auch zu machen. Da kommt Blau. Warte, Blau? Habt ihr es im Griff? Habt ihr es im Griff? Oder braucht ihr mich draußen? Ja, den Ground. Der bessere Spieler gewinnt halt. Feuerball ist in der Kiste. Sehr gut. Koko, mach du mal kurz Überwachung hier. Ja, ich gehe mal rüber zu den Dias zu Blau. Ne? Vorsicht, Feuerball kommt, Feuerball von Blau. Aber ist gut, wenn er darüber schießt, dann schießt er nicht auf mich. Der hat eine Eisenrüstung. Ich brauche Hilfe beim Bett, ne? Komme. So, den sollte ich aber kriegen, die Diamanten, oder? Nice. Oh, ja, das 3 Diamanten bekommen. Dankeschön. Schön, Kroko, schön. Jonas, du bist der Beste. Ich habe leider noch keine Teamchest, weil da hat das Eisen nicht gereicht. Aber von Jonas habe ich ein bisschen Eisen bekommen. Ja, komm rüber. Ja, ich bin Eisen. Komm, außer es kommt ein Feuerball. Sieht jemand, ob ein Feuerball kommt? Nee, nicht. Aber da vorne kommt ein Gelb. Ach nee, das ist ein bisschen gelb. Ich bin gelb, ja, aber mich irritiert es auch manchmal. Die Mitte müsst ihr übernehmen. Nee, geh mal einer in die Mitte, da kommt nämlich gerade wieder jemand. Weil ich würde gerne meine Diamanten ins Ziel bringen. Hier, Rot ist da, Norris ist da. Rot ist da. Ist jemand da zur Ablenkung? Abverteidigung? Ja, ich bin da. Danke, dann gehe ich mal schnell Diamanten spenden. Wo ist denn der? Ausgeben. Vor uns. Okay. Kann mir jemand ganz schnell eine Steinspitzhacke geben? Ja, kommt sofort. Ist in der Kiste drin? Können wir alle auf die Teamchest zugreifen von unserem Inventar aus, oder wie? Hab mal sicherheitshalber auch noch eine Brücke für dich rein. Abgebaut von Rot. Schön, Basti, du bist der Beste. Ich weiß, danke. Man muss es sagen. Space, du auch. Du bist auch der Beste. Ja, Junge. Oh, das Schwert-Upgrade, das ist richtig lecker. Okay. Ja? So, okay. Wollen wir mal irgendwie auf Risiko gehen hier? So, ich hab eh nicht so viel zu verlieren. Ihr könnt ein bisschen nach vorne, ich habe einen Bogen. Ich glaube, ich kann ein bisschen verteidigen, wenn es wäre. Boah, ich werde die anderen jetzt richtig nerven. Also, wenn ihr Diamanten ranbringt, wäre mega gut. Mhm. Ich bin, würde ich sagen, verteidigungstechnisch eigentlich ganz gut dabei. Okay, dann könnt ihr ein bisschen pushen. Soll das Bett nochmal von oben zubauen, sagt der Chat gerade? Ja, mach schon. Ja, das ist immer sehr gut. Aber wir sollten vielleicht wirklich drüber nachdenken, ob wir noch Glas nehmen. Jawollo, rollo. Ist Glas gut? Ich glaube, sprengsicher. Ich glaube, das ist gegen Sprengen. Zurück. Oh, jetzt hat der überlebt. So ein guter Pfeil war das. Also. Cool. Ich schau nochmal auch nach ein bisschen Dias. Also es hält auf jeden Fall mehrere Hits aus vom Fireball. Ich gehe die anderen jetzt ärgern. Ich battle mal den blauen hier. So, ich bin wieder zurück nach meiner Solltest Diamanten bekommen haben, oder? Bitte, wirklich super nett ist der. So, Rot kommt durch die Mitte. Ich habe ein paar mehr Dias in der Teamchest. Ich halte mal hier die Position. Ich hab noch Möglichkeiten hier. Ja, Space hält die Position, das ist gut. Sollten wir noch irgendwelche Barrikaden oder so aufbauen? Hier Burgmauern oder so ein Kram? Oh, das ist cool, ne? Nee, weil da finde ich immer. Also, ich würde eher schon, dass wir also einfache Zugänge von denen kappen oder sowas. Das ist sinnvoller als. Weil oft, wenn wir Barrikaden haben, sehen wir die dahinter nicht oder so, wisst ihr? Das finde ich oft eher das Problem. So, wir haben einen Roten, der hier zu Besuch kommt. Das ist zu viel. Ich bin leider selber weg. Drüber. Team Chests sind 8 Diamanten wieder. Ja, das ist sehr lecker. Wer ist das, wo der kommt? Space? Weißt du nicht. Okay, pass auf. Hast du Pfeile oder so, Basti? Oder kann jemand Pfeile schnell kaufen, Paar? Ja, kann ich. Ja, das wäre super. Joe, wenn du die Mitte übernehmen kannst, dann kann ich ein paar Diamanten wieder nach drinnen bringen. Weil hier ist gerade ein Roter, der uns attackiert. Warte. Alles klar, ich glaube nicht, dass ich es lange halten kann, aber ich versuch's. Okay, let's go. Ja, ich kann. Kannst du Bogen mir geben? Gib mir mal Bogen. Ja, hier, nice, zack. Space. Pfeile sind auch und da. Pfeile. Und jetzt dein Turn, Basti. So, Rot ist aber eigentlich ganz gut, weil wenn Rot einmal runterfällt, ist Rot raus. Nein, Space, beeil dich! Nein! Schade, hab ich hab dich eingebaut gehabt. Können. Scheiße, das ist sehr schlecht.
fast der richtige Moment gewesen. So, mein Team-Chest okay. Nochmal. Ihr seid wieder alle hier, ne, gerade? Wir sind jetzt alle da. Es ist nur blau, so wirklich unser Gegner. Seid ihr alle da? Aufpassen. Ich geh mal in die Richtung Mitte. Ja, da ist gerade der Router, aber den können wir, glaube ich. Der Router, der... Okay, ich geh mal kurz wieder rein. So, voll ist Freiball. Stellung halten. Okay, ja, es ist gerade niemand da. Oder, was war da, Leute? Space, was ist gesucht? Was passiert? Ist das scharf? Was ist scharf? War das, dein das scharf? Wurde Space gerade von einem Schaf besiegt? Bäh. Wir müssen mal die Mitte einnehmen. Da hüpfen die Roten die ganze Zeit rum. Das macht mich, das macht mich unglücklich. Was ist jetzt gerade passiert? Was gerade passiert? Ist, länger ja, ist doch ein. Bäh. Hä? Bäh macht es. So, ich gehe mal, Richtung Mitte. Ich habe mein Zeug irgendwie rausgeschmissen. Ich kann nichts verlieren. Jetzt kommt der Schafs-Sound in meinem Stream. Danke euch, Chat. Space, ich bin über dir, genau. Wir können die Roten ganz entspannt. Selbst wenn du nicht von der Lage her über mir bist, bist es auch so geistig. Nicht. Du bist immer über mir. Nein. Achtung, blau. Achtung, was macht denn jetzt blau hier? Wo ist blau? Wo ist blau? Wo ist blau? Bei uns? Da vorne. Okay, nice. Der blaue ist down, der rote ist down. Blaues Schaf kommt zu uns. Ja, ich hab's kurz behindert. Okay, block mal kurz eben. Ich hol mal eben noch mal irgendwas zum Sprengen. Das Schaf ist geblockt. Gut, dass ich meine Team-Chest in die Team-Chest gelegt habe und jetzt irgendwann Gold bin. Kroko, hast du eine Team-Chest dabei? Nein, ich bin, hab meine Team-Chest in die Team-Chest gelegt. Aber ich kann zurück, dann drop mir das Gold, ich geh zurück. Das war gut. Und tschüss. Drop mir die Sachen. Ja, okay, wir gehen zurück, okay. Guck mal, ich hab sogar einen Besieg. Machst du nicht das Steinschwert? Ich hatte das Steinschwert hier, ist doch super. Alles fein. Ui, das hätte schon wieder Laufbebo werden können. Laufbebo. Aber alles gut, alles gut. Ihr seid am sichern, was? Zack, einmal. Oh, wir kriegen ja Gold jetzt seit neuestem. Ja, ich habe die ordentlich geupgradet. Wie cool ist das denn? Da drin. Schmecki, schmecki. Mm. Ah ja, ich nehme mal meine Team-Chest wieder aus der Team-Chest raus. Was ist denn ein Sprengding? Sprengen die Spieler nach. Blau hat jetzt Sterben. Was für ein Sprengding? Wenn man stirbt, sprengt man Leute in die Luft. Wo? Du hörst was ist das für eine Leute? 20 Eisen. Wo ist das? Wo ist das? Unter Rüstung. Lustig. Das heißt, wie Kamikaze oder was? Wie fies. Ja. Finde ich aber gar nicht cool. C4? Wenn jemand möchte, kann er gerne mit mir blau attacken. Ja, genau. Ich gehe zu blau über grün gerade. Also ich sammle alle Rohstoffe ein unterwegs, schmeiß die in die Team-Chest und mache mich auf dem Weg zu blau sozusagen. Ich bin jetzt da bei der grünen Base. Ich hole mir am besten auch mal so eine Team-Chest. Hallo, Kroko. Hallo, hallo. I just came to say hello. Ich bin bei blau. Jetzt so langsam, so die Runde läuft jetzt gut. Also nach einer Zeit, nach so Startschwierigkeiten. Ja, nee, das Ding ist einfach, wenn wir keine Stream-Sniper drin haben, ist es. Nein, wir sind einfach diesmal echt gut. Nein, sei lieber ehrlich. Hab ich dir auch schon mehrmals gesagt. Wir sind ehrlich gut, das ist nicht mein Joke. Wir sind realtor gut. Hallo, warum schießt du denn auf mich? Es ist kein Witz. 10 Diamanten in der Team-Chest. Ich würde jetzt blau angreifen. Oh, ja, die blau sind leider an der anderen Ecke, ne? Go. Trade mal Rüstung ab. Ja, wir brauchen mehr dafür. 20, 14 Diamant, 14. Jetzt, Diamant. Greift an, los! Die sind gerade beschäftigt. Wie funktioniert die Gravitationsgranate? Ist die cool? Schneller, schneller, ihr müsst angreifen. Komme. Oder blau, oder wie? Bin schon fast da. Kann doch sein, dass ich abgelenkt werde zwischendrin. Joe, du bleibst bei uns in der Base hoffentlich. Ich schrei ganz laut. Okay, ist das schön. Wieso schreist du? Wenn jemand kommt. Ah ja, okay. Wir verstehen uns, sehr gut. Ich wusste es tatsächlich, aber ich wollte irgendwie trotzdem fragen. Joe, kannst du Rüstungs-Upgrade kaufen? Mit den wo geht das? Wo ist das genau? Bei deinem Upgrade. Braucht ihr Feuerwelle am blauen Bett? Achso, da braucht man Diamanten oder so, ne? Genau. Oh, ihr braucht Upgrade. Viel zu lange! Ach, geht das wir sind alle? Schon da. Ja. Oh, wie cool. Ich dachte, Upgrade sind aber nur irgendwie... Wie cool. Ich habe noch Granaten, die lege ich auch in die Feuerwelle. Lege ich in die Team-Chest, okay? Schön, Kroko. Richtig gut, richtig gut. Nein. Einen haben wir. Ich hatte fast den Dingsblock. Ich habe leider keine Axt mitgenommen. Wie ich mich hier einfach schlage, jetzt, ne? Ohne dass ich eine Rüstung anhab. Okay, bau du ab. Ja. Wir sind natürlich... Kann jemand eine Axt in die Team-Chest packen? Wie viel kostet eine Axt? Warte mal. Ey, hier sind so Schafe in der Team-Chest. Nutzt die. Team-Chest ist drin. Ja, okay. Sobald ich öffnen kann, mach ich auf.
Na, Axt war das falsche, Axt war der falsche Satz, Spitzhacke, Entschuldigung. Hab ich, warte. Eine Axt, ja. Axt war super, ne? Ja, hier ist auch tatsächlich gut. Ja, jetzt bin ich bin gegen die Wand gelaufen. Mist! Bist du noch da gewesen oder bist du raus? Ah, du bist noch da. Okay, wir kommen gleich wieder. Basti, bist du auf dem Weg zu denen? Axt ist super, ne? Axt ist super. Axt ist drin, Axt ist drin, Axt ist drin. Aber wer hat das ganze Gold ausgegeben? Axt ist drin. Es ist doch noch welches drin. Ja, hier. Ich nehme jetzt mal mein Inventar, weil ich nicht weiß, was ist. Hier ist alles drin. Okay. Nee, es fehlt Gold, weil ich brauche noch. Jetzt ist drin, wieder drin. Nee, ich brauche 16. Alles gut, ich wollte eine Rüstung holen. Alles gut, alles easy. Sobald 16, ich hole nochmal Gold dann und dann. Wie schaut's bei Blau aus gerade? Macht ihr Druck? Ich tanze ein bisschen mit denen. Ich soll euch einen Feuerball rüber schicken, bringt das irgendwas? Ich will ein bisschen tanzen. Hast du die Axt aus der Teamchest raus, Basti? Spitzhacke? Nee, ja, meine? Nee, es ist alles drin. Okay, ja, nee, nein, boah, der Samba ist gut, den wir tanzen. Holy shit. Joe, willst du auch nach vorne? Du kannst den unterstützen, kannst du unterstützen. Ich hab hier die, ich bin hier im Verteidigen. Du kannst also Druck machen. Ich hasse eine Spitzhacke oder so, Coco. Ist in der Teamchest, wenn du eine brauchst. Ein klein wenig Support bei Blau wäre super geil. Es kommt ein Feuerball als Support. Danke. Du hast direkt vor meinem Feuerball die Mauer gebaut, Joe. Oh, ich warte auf den Feuerball die ganze Zeit. Warum, was? Scheiße! Die sind doch bitte nicht sowas. Die sind doch schweineteuer, die Dinger, Joe, die du da baust, oder? Ja, ich dachte aber, dann komme ich sicherer an, oder? Keiner interessiert sich gerade dafür, wo du läufst. Ist alles easy, Aber das, ich weiß nicht, was die kosten. Aber ich glaube, sie sind teuer. Ja, wo ist das Gold schon wieder weg? Wo ist das Gold hin? Ach Gott, ich will doch eine Dia-Rüstung, Mann. Ich sammle, es waren 18 Stück drinnen und dann komme ich an, ist nichts. Ich will, einfach nur drin. Dings abbauen, die Gläser, aber geht nicht. Warum nicht? Warum kann ich die mit der Pickaxe nicht abbauen? Weiß ich nicht, kannst du schon. Oder? Ne, geht nicht. Also, hat nicht geklappt. Okay. Eisen-Pickaxe gehabt, nämlich. Sollen wir das, müssen wir schauen, dass wir weiter Druck machen, weil dann kommen die weniger aus ihrer Base raus. Ja. Und die haben wir, also PvP-technisch haben wir die gut im Griff gehabt. Schön. So, sind auch Dias da? Yes. Show mit dem Tunnel. Geil. Ah, zwei Dias fehlen noch. Kann auch jemand Dias in die Chest packen? Zufällig? Ich nehme eine Team-Chest und gehe zum Dia-Spot. Oh, Grün hat sich gerade beim Gold verkämmt. Warte, wie viel kostet ein Telefon? Blau versucht anzurufen. Geil. Oh. Anzurufen. Anzurufen? Hallo Joe, bist du gerade da? Das hat leider keine Abgenommen. Folgendes Problem, wir bräuchten ein bisschen mehr Dias, kannst du was vorbeibringen? Blau versucht anzurufen, aber es sind halt leider keine Abgenommen. Ja, das meint, ihr wisst, was ich meine. Nein. Nö. Wir rufen die an. Handy, Telefon, Festnetz, Kabel, ich weiß es nicht. Mit Kabel? Das verstehe ich nicht. Blau ruft gerade über Discord an. Hui, und ich habe einen Live-Kopf gemacht. Also war wirklich so. Quanton hat mich auf Discord angerufen. Der hat den Joke aufgenommen. Hi. Ich habe einen Team-Chest. Du auch? Ja, sehr schön. Dann jetzt haben wir 9 Gold drin. Da kommt jemand, der kommt blau. Wo, zu uns? Müssen wir zurück? Oder habt ihr alles im Griff? Ich halte zu blau. Oh, Joe, ich krieg Diamanten. Wieso krieg ich Diamanten? Wieso hab ich Diamanten bekommen? Wie cool. Hier, du hast 2 Kills gemacht. Hab ich 2? Bin ich gut? Ja, du bist der Beste. Da ist nichts mehr, Groko. Der eine Grün ist extrem gut equipped, ne? Ich bin zwar kein Schwerquem. Okay, pass auf, dann schlagen wir zurück. Grün greift uns an. Ja, ich hab mich gerade zurück. Ich port mich zurück, ja. Achtung. Ja, Grün hat. Da kommen viele Feuerbälle gerade. Warte doch nicht. Jawohl. Hast du ihn? Ja, guter. Hab ihn, Schön, Basti! Oh mein Gott! Jawohl, die ist direkt! Junge, Basti, nicht schlecht! Ich keine Angst, ne? Alter, Basti, das ist der Runde. Profi, ey. Ja. Basti demonstriert Stärke hier. Das heißt, jetzt nur noch Blau da, ne? Ein Grüner ist noch da. Ein Grüner ist noch am Start. Forge ist jetzt fully upgraded. Was wir uns also gönnen. Jetzt tu das Gold wieder rein, Space. Welches Gold meinst du? Tu das rein. Hat einer gefehlt für meine Rüstung? Das kann doch nicht sein. Ich muss doch jetzt anfangen. Gold muss ich jetzt in die Ender Chest tun, oder was? Was hast du jetzt gekauft, Space?
Hä, was meinst Space. Du? Ich schau rein, was? Ich denke mir so cool 15, was dreh mich einmal um, haben? schau zurück. Sag mal, das gibt's doch nicht. Ich rede doch erst seit 10 Stunden dahin. Blau komm. Lass ihn, ich schieß ihn jetzt runter, da habe ich jetzt keine. Lass ihn da hingehen, ich hol jetzt Gold für runter. Koko. Ich hol jetzt Gold für Koko, der ist blau, ist halt durch. Ist auch blauer, ihr müsst den jetzt erledigen. Nein, ich soll Gold holen. Habt ihr den Angsthase, Pfeffernase, morgen kommt der Osterhase, morgens. 11 Gold drin. Koko? Für dich? Nur für dich? Hat er sich gerade aus Angst? Ja, der hat dich gesehen. Nein. Geil. Bei Quanton. Also wirklich. Junge, ist das anstrengend. Koko! Ja, ja. 15 Gold sind drin! Ja, 15 Gold! Ja, ich hab noch eins im Inventar. Yes! Ich kann nichts ausgeben. Ich will hier könnt gerne blau angreifen. Oh, shit. Mann. Ja? Bist du auch da, oder? Das Bett war gerade offen, aber ich bin aus irgendeinem Grund runtergeflogen. Nein, Basti! Wann kommt denn Gold bei uns, oder? Schade. Also die Forge sollte jetzt aber echt gut sein mittlerweile. Also. Rettungskapsel einfach im Inventar haben. Muss ich die noch hotbar haben, damit die funktioniert? Jawohl! Safety Pack! So muss das! Genau, ich fände es auch cool, wenn du nicht, also wenn du halt nicht immer, also mein Gold genommen hättest, ne? Dann das fände ich es auch. Das war nicht dein Gold. Ich habe mein eigenes Gold. Meine nicht du, ich meine nicht dich. Wirklich, Joe, warum nimmst du immer? Ich habe mal eben einen ausgeschaltet. Frechdachs. Ja, nennst du frech mit X. Ein blauer ist in der Mitte. Zur Mitte. Hier dritte. Jetzt kommt Joe Craft und der ist gerade angepisst, weil sie alle immer so gemein zu ihm sind. Wieso ist komm, wer ist gemein zu dir? Oha, wie gemein ist das jetzt denn, wenn Menschen protected unsere Base, ne? Ja, irgendwie hast du schon. Ich bin in der Base, all good. Ja? The Protect okay, Craft. Ist actually sicher. So, jetzt kommt Joe. Ich hab keinen, kann mir jemand eine Spitzhacke schnell geben? Ja, ich hab eine Spitzhacke hier. Okay. Jetzt für was? Da musst kein Bett zerstören, Joe. Da musst du kein Bett zerstören, okay? Nein, aber hier Blöcke abbauen, dass ich mal durchkomme. Kroko und seine Laufskills, das ist so traurig einfach nur. Oh, verdammt. Und jetzt bin ich runtergefallen. Sag mal. Jawohl, er ist runtergefallen. Das? Ja, nice, der Blau ist weg. Oh Gott, ich laufe okay, einen Stoß. Okay, alles schon auf Grün hauen. Wo ist ein Grün? Der Grüne versteckt sich wo. Er hat nämlich bei mir im Chat geschrieben, ihr findet mich nie. Oh cool, einmal Kompass kaufen. Ja, geht das so einfach? Ja, es gibt einen Kompass. Der zeigt dir dann in welche Richtung. Ich hole erstmal neues Gold für Kroko, weil der wir ist haben Gold, klappe da so. Ich hab nen Kompass. Ich möchte jetzt Gold für Kroko holen. Kroko will kein Gold mehr von dir, okay? Wie Kroko möchte kein Gold von mir. Aber das ich möchte, Kompass finde ich ganz mein lustig. Gold möchte, nimmt. Wo findet man einen Kompass hier? Oh, mir fehlt ein Gold. Hat jemand ein Gold? Ein Gold bitte in die Teamchest. Oh, ich hab leider gerade überhaupt kein Gold, Mist. Oh. Immer schönere Sachen in die Teamchest reintun. Mann, hier das ist Gold. Das heißt, wir müssen jetzt diesen einen Grün noch suchen, dann haben wir gewonnen. Ja, hab ich das richtig verstanden? Ja, einfach in die Richtung. Ja? Er ist in seiner Base. Darf ich ihn killen, bitte? Darf ich ihn bitte killen? Nee. Ja, wenn wir ihn finden. Wenn du vor wenn wir ihn bei ihm bist. Space, nee, du seid nett. Lass mir doch auch was über. was machst du denn da, Basti? Ich möchte auch noch durch. Ich möchte gerne, ich bin zu spät zur Party, oder? Weil ich bin noch in unserer Base. Er ist da drin, er leuchtet. Hab ihn gefunden! Wo denn? Er steht genau vor mir, ich könnte ihn hauen und wäre tot. Okay, warte, lass ihn einbauen. Joe. Hat sie die OP-Weapon oder so? Wo ist er denn? Man hat keine Cobwebs. Schau, hier steht er. Wo denn? Da, danke. Oh mein Gott, du bist so gut, Joe! Boah, Joe! Ich hab dich gewonnen! Wow! Der Beste! Ja! Herr, wurde eine gute Runde. Ja, das war eine gute Runde. Richtig, eine gute Runde. Ja, nice. War gut. Das war mega. Nächste Runde, meine Damen und Herren. Es wird immer geil. Also, es macht immer mehr Spaß. Ich hab das Gefühl, je länger die Runden laufen, desto besser werden sie. Desto besser kommen wir rein. Das hier ist eine Map, die ist. Also, da rusht man extrem. Also, das sind die Inseln ziemlich nah beieinander. Da müssen wir gleich konzentrieren. Ich habe noch nicht genau verstanden, Next wie man sich am besten zu Beginn ausgestattet. Dankeschön. Und was ist denn sinnvoll? Also einer kümmert sich ums Bett, das mache ich jetzt. Ich baue es mit Holz zu und dann mit Clay. Die anderen, einer geht zu den Diamanten. Und die anderen. Ich mach gern Diamanten. Oder Space, du bist am schnellsten, mach du Diamanten. Ja, du machst Fast Bridging. Soll ich dir irgendwas droppen? Joe on top, ne? Ach ja, Leute, komm, ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Ich bin froh, wenn ich überhaupt mal ein bisschen was hier schaffe. Oh, nice. Direkt dieses Zeug hier bekommen. Ja, deswegen, wenn wir unser Eisen am Anfang zusammenschmeißen, dann können wir uns auch schnell so eine Brücke noch holen oder so.
Wollen wir nicht schon sehen, wie schnell die bridgen? Das ist immer so, das muss ich immer mal lernen, aber ich habe dafür echt keine Zeit. Also wann lerne ich das? Wann lerne ich das denn? Oh nein! Oh nee, Space. Ist runter, aber ihr könnt in die Mitte jetzt. Also ich konnte früher noch viel schneller. Da ja, offensichtlich jetzt gar nicht. Grün holt sich Gold, ne? Grün hat sich das Gold geholt. Grizzly Moonwalk, das kann ich jetzt mal noch reinheißen. Was ist Moonwalk? Ohne sneaken. Es gibt verschiedene Bridge anlaufen. Ja, rot ist da. Einfach nach hinten laufen, ohne zu sneaken, ist das dann. Weil du einfach ultra schnell klickst, oder was? Genau. Den Typ würde ich aus dem Clan kicken. Wir haben mit X im Clan. Olli, weg! Rückzug, Olli! Saneri, du auch! Hallo, die sind alle in meinem Clan! Du hast einen Clan. Ja, im Clan. Wir sollten auch mal so einen Clan machen. So irgendwie die Noobs und Bad Wars und so. Also, Joe und ich. Ja. Guck, die gehen. The Crowcraft. Schaut, die sind sich gerade ganz unschlüssig. The Crowcraft, ja, finde ich gut, das hört sich vernünftig an. Ihr fliegt aus dem Clan von Space, habt ihr gehört? Ich wäre jetzt vorsichtig. Also die Frage ist, was ist euch wichtiger? Der Clan hier zu gewinnen oder eure Ehre? Einfach Lauf-Beppo bei dir, Crowcraft. Oh ja, Lauf-Beppo-Clan. Und im Lauf-Beppo-Clan hat man auch mal 5 Sekunden Zeit, auf Diamanten zu warten, ganz in Ruhe, bis sie kommen. Joe! Goat! Uiuiui, fast wieder ein Lauf-Beppo gemacht. Es bleibt spannend, ihr Lieben. Erste Welle haben wir überstanden. Ja, ich hole uns Schärfe. Ich glaube, die Forge macht hier nur so mäßig Sinn, oder? Ja. Da ist ein Blauer. Das ist Kupfer. Schaut mal, wie viel Angst der Blaue hat. Habt ihr das gesehen? Der hat mich gesehen und ist einfach, hat gesagt, so nope. Ja, die haben Gold ist in der Team-Chest drin. Schön, Basti, guter Junge. 4 Stück konnte ich holen. Muss mich kurz zurückziehen. Lief mal, Joe. Joe, komm mal kurz her, ich will dir was zeigen. Ja. Musst du ganz kurz was zeigen, komm mal kurz. Ich zeig dir auch was. Oh, was machst du? Das war Joe. Wirklich? Ja! Ich kann das alles nicht mehr. Also es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt gerade so viele Ressourcen, aber hey, na klar. Er hat sich einfach gekillt. Ich hab's gesehen. Hinterrücks. Er wollte mich spliefen. Na, das ist so eine Lüge. Ich hätte sowas niemals getan. Rot kommt. Crocodile Andy weiß aus Craft Attack, dass du sowas schon machst. Also nur weil du einmal gewonnen hast, heißt es jetzt nicht, dass wir jetzt nicht mehr gewinnen wollen. So. Rot und Blau, kommt Blau ist da. Was denkt er sich? Ja, Leute, eigentlich müsste ich keine Chance haben. Wir haben noch einen Roten auf der Insel, glaube ich, ne? Haben wir? Ja, weil ihr alle gerade wegläuft. Hier rechts in der Kiste. Ah, okay, kriegen wir den? Warte, ich muss mir nur Blöcke holen. Ich hab noch keine Sachen für Blöcke gehabt. Ja, der ist da oben. Er ist unten. Er will sich einbauen. Schafft's nicht. Ist schlecht. Ich sehe ihn nicht. Ich hau einfach. Jetzt ist er fast runtergefallen. Da kommen ganz viele Rote. Junge Basti, schön. Da kommen noch mehr Rote. Die belagern uns. Oh, er hat mich runtergeschossen. Reporten wir die? Der ist immer noch da. Ich kann gerade nicht kämpfen, ich reporte. Das ist ja kämpfen. Hab einen, da bin ich ganz stolz drauf. Der wollte ich hier heimlich und so. Sehr gut, Spazi. Spazi, sehr gut. Von vorne, geradeaus vorne. Joe, mach's weg. Blöd. Das ist ja doof. Unsere Insel ist ganz schön nervig zugebaut. Ja. Hab einen Junge, Runde. Ehrlich, ihr verunstaltet die ganze schöne Insel hier. Bin bei Rot. Hat der einen Blitzfalle ausgelöst? Ich muss gegen Space Olli kämpfen. Hey, Space Olli, wieso kann der das so leicht und ich fall runter? Och, Mann. Wenn mir jemand eine Pickaxe in die Kiste macht? Oh, nein. Wie bist du jetzt schon wieder runtergefallen, ey? Hä, lol, als ob. Er hittet einfach durch Blöcke durch. Och, ich bin gar nicht runtergefallen. Jetzt bin ich runtergefallen. Übel, der Hacker. Mein Lauf-Beppo ist so anstrengend, sag ich euch. Wirklich so anstrengend. Oh, die Blauen, die ziehen durch, schön. Die sind mir sympathisch, wenn ich ehrlich bin. Nee, mir aber überhaupt nicht. Ja, aber Vorsicht, Rot ist jetzt hier beim Belagern bei uns, ne? Ist so. Ich finde das nicht gut. Blau. Komm. Wo ist Blau? Ein roter down. Nice. Bessere. 2 rote blaue down. Gut, rot vernichtet. Der Vernichter war da. Blau kommt vom roten Weg. Vom roten Weg kommt ein blauer. Vorsicht. Hab ich den runtergeschmissen? Geil, Alter, das war Ping-Pong. Das war richtiges Ping-Pong gerade. War's gut? Ja, mit dem Fireball hast du den zu mir geschleudert. Ich hab ihn erledigt. Sehr nice. Gutes okay, Teamwork hier. Gut, das Rot raus ist, ist blau. Jetzt müssen wir blau auf die Pelle rücken. Vorsicht, Fireball, aber ist alles gut. In der Team-Chest sind Diamanten. Okay, machst du Upgrades, Joe, oder mach ich Upgrades, passt?
Machst du Upgrade? Ich habe keine Ahnung. Ich versuche zu halten. Ich habe jetzt mal Schutz upgegradet. Wir haben echt nicht viele Diamanten, muss man dazu sagen. Okay, wenn wir brauchen Eisenhart in die Teamchest legen, bitte kurz. Oh. Eisen, Teamchest, ja, habe ich 3. Dankeschön. Bitteschön. Das macht echt Bock. Ja, mega. Ihr seid auch eine tolle Runde. Es macht mega Spaß, euch zu Links, blau. Ja, ich geh links, blau. Er hat gar keinen Plan. Da kann jemand einen Weg Richtung Mitte bauen. Da steht kein Weg mehr. Ich habe 5 Diamanten weiter in der Kiste. Ja, jetzt bin ich. Ich laufe runter. Leute, manchmal ist es so traurig mit mir. Aber es ist okay. Es gab heute erst 10-mal irgendwie. Wir haben 10 Diamanten in der Kiste. Ich mache ein Upgrade. Soll ich unsere Forge upgraden nicht, oder? Die Forge rentiert sich hier nicht. Weg ist Mitte steht. Achtung, da kommt ein Blauer rüber. So schlecht, nein. Martin, komm mal zu uns. Ich bin in Joe, wir haben das. 2 Sekunden hin. Da, weil da bin ich tot. Joe, ich brauche deine Unterstützung, ne? Nee, greift mich gerade jemand an. Okay, haben wir. Okay, sehr gut. Oder? Da oben ist noch einer, Leute. Ja, ich bin runter. Alles gut, aber komm noch ein Blau. Oh, shit. Werde ich nochmal gerespawnt? Ja, ne? Okay, einmal bin ich noch da, sehr gut. Der ist gerade runtergesprungen, Joe. Ich bin runtergefallen. Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass unser Bett zerstört worden ist. Das war ärgerlich. Gut, sonst wärst du natürlich nicht runtergefallen worden, das hast du schon recht. Ne? Ja, Leute, es tut mir leid, das ist alles. Die Hits landen nicht. Ich habe ja gerade versucht, den zu besiegen. Also quasi zu hauen, weil die Hits landen nicht. Wirklich, das Game ist einfach schlecht. Wirklich, der Server ist schuld. Das ist Server. Gomme hat wieder, was hat der für einen Server, Mann? Das ist wieder typisch. Ist so, ich krieg dir jetzt eine 2-Sterne-Google-Bewertung. Achtung, da kommen Leute. Ich bin bei dir, Space. Ich bin bei dir. Space vorne. Mach weg. Ausgelöscht. Richtig schön. Nee, die haben noch ein Bett, da leider. Da kommt noch einer. Da war gerade irgendwo ein Feuerball auf dich, Basti. Links, blau. Koko von oben. Ich komm runter. Ich werde von beiden Seiten belagert. Space über dir. Den einen, Basti. Hier, Hilfe. Hab ich. Den Hammer. Gut, lange. Noch einer. Der hat mich. Nein. Nein, haben wir ihn. Oh, hat er dich erwischt, oder was? Nein. Okay, Space, sollen wir irgendwie losziehen, oder? Weil wir müssen, wenn wir in Bewegung bleiben, ist es wahrscheinlich besser. Ne? Ja. Was kann ich uns noch upgraden hier? Oh nein! Ach, egal. Wir haben jetzt hier Regeneration, Kann ich die Runde noch spectaten irgendwie? Ja, einfach /friendjump SpaceX zum Beispiel. Wie? Friendjump? Ja, /friendjump SpaceX. Geht nicht. Space, ich bin hinter dir, okay? Achso, friendjump Base. Hast du ein Team? 2 Stück sind in den Grün. Nee, hab ich nicht. Ich bin hinter dir. 2 Stück sind in den Grün. Lass kurz hier rüber. Zu Rot. Ja. Ich glaube, da kriegen wir richtig viele Ressourcen. Komm jetzt Mitte. Einer ist Mitte. Ach, ihr könnt nicht mit den Dorfbewohnern hier handeln, oder? Doch, können wir auch. Auf dem Weg in Rot. Space, kannst du mit denen gerade handeln? Also mit diesen Zombies da? Space, kommt einer. Du kannst in jeder Base handeln. Okay, so. Sie kommen alle. Okay, interessant, wusste ich gar nicht. Was ist der Plan? In unsere Base zurück. Kommst du mit? Ja, einer hat fuck. Nee, da ist unter dir. Dreh dich um, hit ihn. Achtung, Kroko, genau Kroko, hinter dir. Das wird schwierig, Kroko. Schaffst du. Nein! Schade. Aber ich dachte. Oh, nice Space. Achtung, über dir. Über dir. Kommt, Space, Achtung. Wo ist Space gerade? Ich will zuschauen, ich sehe nicht. Welche Farbe ist? Ah, da unten, okay. Gelb. Über dir im Block? Du kannst über Gold, über Space die Mitte. Space kann jetzt carryen. Er kann für uns jetzt die Party gewinnen. Ja, wahrscheinlich holt er das noch. Wenn er das holt, ist er krass. Wenn er das holt, hau ich auf alle Fälle 5 Subgifts in den Raum. Warte, was? Ich auch 5 Subs bei Space, wenn er das holt. Wenn du das holst, Space, sind das 5 Subs. Kriegst du von uns allen 5 Subs. Ich schenke 5 Subs bei mir selber. Das ist für ein Space ja ein totaler Ansporn, wie du das hier da machst, Basti. Warte, jetzt werfen sich alle aus dem Team runter, oder wie? Nein. Wenn Space das gewinnt, kriegt er von mir 5 Subs. Okay, ich muss mal wieder normal spielen. Ja, zeig, mach mal auf Ernst. Ach so, spielst du sonst nicht normal? Er spielt immer mit Drosselventil, das ist das Ding. Merke ich schon. Man muss ja den anderen eine Chance geben. Über dir ist jemand Space. Er hat Stärke getrunken. Ich wusste gar nicht, dass Team Grün noch dabei ist. Nee, geht noch. Okay, du hast Vorsprung Space. Sind aber nur 2 Blaue in der Base Space.
Es sind nur zwei blaue in ihrer eigenen Base. Jetzt der dritte, weil du ihn umgelegt hast. Aber du hast es alles im Griff, oder? Er macht wirklich auf Ernst, Leute. Ja, ich hoffe, er schafft es. Ich drücke, also, ja, weil er gewinnt doch safe. Wenn Space das macht, gewinnen ja immer noch wir, ne? Also, das darf man nicht vergessen. Eben. Da kommt noch einer Space, noch einer hinter dir. Oha! Er macht auf Ernst, Leute. Ja, los, weiter. Die Bestie ist entfesselt. Wenn er so spielen würde, wenn wir dabei wären, würden wir deutlich öfter gewinnen. Aber nein, das muss ja spannend bleiben, Leute. Das muss ja spannend bleiben, sagt er. Ich fände es auch so spannend. Manchmal dürfte es auch entspannend bleiben. Und jetzt Feuerball. Feuerball. Du Feuerball rein und zack, Bett weg. Und dann hast du sie. Tu es, Space, tu es. Okay. Und dann räumst du sie ein nach dem anderen auf. Meine Ausgangslage ist schlecht. Ja, genau. Weil so viele da sind, meinst du, ach, easy, Space, das hast du alles im Griff. Nee, da, weil mein Stärketrank weg ist, das ist... Wieso ist der weg? Ach, der war, weil er schon im Kampf ausgelaufen. Okay, ich verstehe. Achtung, Bogen von unten. Dann baut sich noch einer hoch. Und den hast du. Oh, gut, Space. Nice. Gut, Space. Bau dich rein. Okay, interessant. Mit einem taktischen Rückzug. Naja, frei nach dem Motto: dieser Kampf ist. Diese Schlacht ist verloren, aber der Krieg ist nicht vorbei. Er wird verfolgt, blockiert den Weg. Der andere mit Spitzhacke läuft drüber, folgt ihm direkt. Space aber schon wieder oben auf und über die Seite. Fast hätte er ihn erwischt. Aber nein, Midnight Gamer kennt die Tricks von Space mit X. Das war ein Reim. Tja. War cool, oder? Sehr, sehr cool gemacht. Sehr cool, du solltest Moderator werden. Du solltest irgendwas damit so Streaming machen, Kroko, das liegt dir. Ich werde jetzt nur noch, es ist Bad Wars. Das ist einfach unser eigenes Bad Wars Turnier. Das wäre auch mal was Nettes. So, aber das ist uiuiui, Space, du kannst schon in die Enge. Wenn jetzt über sie drüber, Space, über sie drüber und in der Base das Bett abbauen. In der Space von denen das Bett abbauen, das wäre ja einfach legendär. Boah, schon wieder, wie oft du die umlegst. Du müsstest halt das Bett kriegen, ne? Jetzt ist frei. Ja, Space sieht sich jetzt wahrscheinlich besser aus. Rüste dich aus, Space, rüste dich aus. Jetzt ist die Zeit, jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Es kommt gerade keiner. Wir sind dein Frühwarnsystem. Kannst auch Home-Teleport machen in die Base, da liegt viel Zeug. Ach so, ich sehe die nur als Zombies, weil ich tot bin, ich verstehe. Ja, nee, ich sehe die auch nur auch als Zombies. Okay. Ach so. Kommt jemand zu dir aber gleich? Die checken den Base-Teleport, du kriegst gleich Besuch. Zack, kommt einer, blau, es kommt einer und hat alle deine Ressourcen eingesammelt und flüchtet damit. Das war ein Stream-Sniper. Schäm dich. Richtig dickes L an den. Jimmy. Alter. Oh mein Gott, ich muss mich gerade zurückhalten zu reporten. Das, uiuiui. Aber das ist halt der Nachteil. Ich meine, die wollen unsere Unterhaltung hören und den Stream anmachen, aber es ist halt einfach, schwierig. Ja, wer nicht in der Runde drin ist, oder... Keine Chance. Also eigentlich müssen sie den Stream halt einfach muten. Ich habe es doch vorher mit Blau gemerkt, ne, wenn die auf unsere Sachen reagieren, dass die halt im Stream sind. Und ich sag ja immer, wo ich hingehe, etc. Und das hilft, das weiß man halt schon. Aber war eine sehr starke Runde, muss ich sagen. Sehr starke Runde. Ja, sehr nice. Weiter geht's. Ich hol mal kurz was zu trinken. Das ist aber Start mal. Ja doch, hol schnell. Nee, wir sind noch nicht in der Runde. Hol schnell. Paul schreibt gerade, warum muss ich jetzt wieder an den Stream denken, an dem Kroko den Fortschritt vom Upload in der Cloud kommentiert hat. Das war lustig, oder? Weil da hat der Stream geruckelt ohne Sau, man hat nur meine Stimme halt gehört und das Bild war ruckelig. Und dann habe ich kommentiert, wie der Upload weiterläuft, weil es waren mehrere Dateien und die haben dann gegeneinander gekämpft und das war total spannend, weil wir wussten nicht, wer hier gewinnt und so. Das war richtig packend. Wir haben das eine halbe Stunde lang durchziehen müssen. Okay, kannst du? Kann ich? Ja. Okay, Moment. Martin. Ja? Laurenz, gute Besserung. Okay. Klar, schön. Mach halt voll so auf Ernst, Brudi. Ich will mal wissen, wie es sich anfühlt, wenn man ein Pro-Team hat. Ja, würde mich auch interessieren. Und dann heißt es wieder, lass mich auch noch einen. Joe hatte schon einen Last Kill. Ich hatte schon einen Last Kill, bin ich glücklich mit. Im Video werde ich das so zusammencutten, als ob ich der Held bin. Du meinst, schneidest das mit dem bitte raus am Anfang und dann so am Ende so, ich hab ihn, ich hol ihn. Ja. Mann, ihr müsst auch mal was machen. Das kannst du ja im Nachhinein einsprechen. Jungs, macht mal was. Wenn wir alle das Eisen droppen, kann jetzt schon einer eine schnelle Brücke gestohlen. Ich stell einfach so eine Runde mit Zuschauern und tu so, als ob ich Space, du kannst dir auch so eine Speedbridge holen, da ich hab das Eisen gedroppelt. Space, dribbelt. Ich würde was anderes gerne holen. Brauche ich noch ein Eisen? Ja, hier. Da liegen schon wieder zwei. Ja, weil wir sind so richtige Support-Spieler. So. Erzähl mal, was machst du denn gerade? Oder kannst du erklären? Weil für so Ich habe mir direkt jetzt gerade einen Booster geholt, damit ich nicht so viele Blöcke allgemein brauche. Damit ich mich besser rumbewegen kann. Einfach. Das ist das Feuerzeug. Fakt, mit rum kann man sich prinzipiell besser bewegen. Hier. Mit dem Feuerzeug kannst du dich boosten, so cool. Double-Jump-mäßig. Oha, so wie dieses neue Item dann, Minecraft. Ja, genau. So ähnlich. Ja, das gibt's hier. Ich verstehe die Menüstruktur noch nicht. Da muss ich noch gerade ein bisschen verstehen, wie das alles funktioniert hier. Das ist alles so kompliziert, ihr Lieben.
Hast du genug Blöcke? Ich baue wieder einen Schrott. Ich hasse das, wenn ich so ein Spawn. Nein, ich habe nicht genug Blöcke. Ich kann mal jemand anders das schöner bauen. Ich weiß auch nicht, was da gerade los war. Ich will auch dieses... Also wenn du Ruhe kennst hier, dann hast du noch nie einen Bed Wars Clan War gesehen. Ruhe hier im Sinne von, ich stehe die ganze Zeit hier und mach nix. Rohstoffe sammeln. Das finde ich auch immer, nicht am Modus. Das finde ich auch mal ein bisschen anstrengend, dass das Rohstoffe sammeln einfach, das zieht sich am Anfang so, ne? Ich hab den Dias weggesnackt. Kann sein, dass Rot hinter mir her ist. Nee, ist keiner hinter mir her. Also noch Grün kommt. Grün und Blau. Grün hat keine Chance. Jetzt hab ich deren Chance verloren. Oh mein Gott. No, ich bin tot. Das war schlecht von mir gespielt. Der hat eine Blitzfalle abgekriegt. Bei euch alles gut? Er kriegt. Dieser grüne. Noch eine Blitzfalle. Stabil. Und wir haben wieder keine Diamanten. Sehr gut, Basti. Ich hab doch einen hier. Ja, das Grundstück ist immer noch grün und da ist immer blauer, der versucht. Oben auf unserem Dach ist jemand grünes. Space, über uns ist jemand grünes. Ja, ein Eisen brauch ich nur noch. Hier, ich hab Eisen. Einfach immer die Kiste wieder die Kiste von der letzten. Joe, du hast so viel Eisen im Inventar. Hab den grünen oben am Dach geholt. Ja. Gut gemacht. Also es ist wirklich wichtig, Joe, das Stuff hier, ne? Okay, klar. Ich wollte mir gerade was holen. Was machen die zwei? Die wissen es noch nicht so ganz. Ich spiel ein bisschen Ping-Pong. Ach, der ignoriert den einfach, okay. Alter, ich bin aber auch AFK. Blau kommt. Der Rote, der Space gerade umgeniert hat, den habe ich nicht mehr im Blick. Alles gut, der ist weg. Okay. Und der Blaue ist auch weg. Okay, ich verstehe. Blöcke holen wichtig. Blöcke sind wichtig. Okay, ich hol Blöcke. Ja, Blöcke? Wir machen uns in der Kiste. Ohne Blöcke kein Bauen, ne? Ja, das stimmt irgendwoher. Ich hatte leider keine Herzen mehr. Blöcke, Kiste? Du bist leider wieder allein. Spätigen. Das Blau! Wo? Wichtig, Blau? Wichtig, Joe, wichtig. Also gut gemacht. Sehr wichtig. Lass du einen Block, Joe, gleich wieder hinbauen. Super. Sollen wir eigentlich unser Bett mit Team-Chests einbauen? Sind die schwieriger abzubauen? Nee, die kannst du nicht setzen. Schade. Das ist ja krass. Okay. Wir können, wenn wir viel Eisen haben, Eisen halt Holz, bleibt Holz, ne? Team-Chess? Nee, Team-Chess geht auch. Hä? Lol. Ja klar, natürlich, logischerweise. Okay. Ich finde es angenehm, wenn die Team-Chess so in der Mitte ist, muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben hier noch gar nicht den Zugang zu den Diamanten. Ich baue da mal, auch wenn ich nicht genug Blöcke habe. Ich habe mal Schwerte-Kurzacke upgraded, mach das, damit wir ein bisschen bessere Gegenwehr haben. Ich habe irgendwie Bock, Ihr könntet das Bett mit TNT einbauen. TNT kann man auch nicht platzieren. Nein. Das wäre aber richtig lustig. Aber das würde so ein Feuerball dann schon regeln, glaube ich. Da würde der Server auch eine Ausnahme machen, das Bett mal mitsprengen. Ja, Mann. Ich lese was? Was lese ich? So, Joe, hast du irgendwelche Materialien zum Droppen, die du gerade nicht brauchst? Wenn nicht, dann... Okay. Ich brauche alles tatsächlich. Ich habe keine Blöcke mehr. Ich stelle mich zu dir dazu. Ja, es gerade geht ganz schön langsam hier, dieses Zeug hier voran. Ja, ich hole mir jetzt mal so eine... Wir haben eine Blaze in der Base? Das ist eine Falle, ja. Oh, Dia-Schwert hatte der eine. Für eine Falle ist das? Blaze? Guck mal, was haben wir denn noch hier? Gravitationsgranate? Ist das gut? Diese Gravitationsgranate können wir gar nicht kaufen, ne? Keine Ahnung, actually. Das ist teuer. Also, die hört sich teuer an und ist wahrscheinlich entsprechend gut. Die Blöcke weg. Wenn einer das Bett richtig krass zugebaut hat, ist wie so ein schwarzes Loch, was die Blöcke einsaugt. Ah, okay, das ist gut. Wie? Was? Was? Normal, erklär nochmal, was die. Gravitationsgranate. Ja, was macht die genau? Die saugt die Blöcke ein, wenn zum Beispiel einer das Bett zugebaut hat. Hat er einfach draufhauen und dann werden die Blöcke weggemacht, oder wie? Ja, die saugt alle Blöcke ein. Also die Blöcke, die da stehen, werden quasi abgebaut. Hä, voll nice. Was kostet die? Ich hab hier mal ein paar Schafe in die Kiste gelegt. Könnt ihr gerne zünden, um die anderen ein bisschen zu ärgern. So, haben wir nochmal Dias? Ich brauche noch 4 Stück. Dias? Machen wir Slash Troll, geht das? Nein, mach nicht. Wir warten Runden. Was ist das denn? Da einfach ein Trollmodus. Mach mal Slash Schinken. Schinken. Ah ja. Hä? Okay. Hello? Space, du bist, glaube ich. Das kann nicht sein, der hatte so einen Feuerball. Nein, sowas gibt's. Den habe ich auch. Krass, dass die Leute Feuerbälle haben. Das kenne ich ja noch gar nicht. Das ist neu, oder? Ja, wir spielen eine halbe Stunde Katze und Maus und plötzlich haut er einen Feuerball raus. Ach so, okay. Ja, das hat der hat sich wahrscheinlich durch ein Team bekommen. Der schreit sich wahrscheinlich auch gerade so im Discord die ganze Zeit gegenseitig an.
So wie wir. So wie wir. Wer hat meinen Gold schon wieder? Nein, Spaß. So, aber ich habe die Forge jetzt mal zweimal geupgradet. Das sollte doch gleich mal wieder bessere Laune bei uns machen, oder? Sehr gut, ja. Ja. Oh, lecker, 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 Schmecker. Rüstung habt ihr auch ein bisschen bessere und der Foxteufel ist einfach schon seit 17 Monaten dabei. Mega, Schabe, hey. Guckst du mal hier zwei Diamanten für uns? Ist das gut? Ist das gut? Dankeschön. Grün? Für 17 Monate. Uns, ne? Dankeschön. Rot. Ja, komm, bin dabei in der Verteidigung. Ich muss nur noch die Blöcke wegpacken. Oh nein, ich bin hier. Ich hab verklickt. Wir haben ein Problem. Das ist schlecht. Ich hab den gesehen, ich dachte, ihr seid da und wollt meine Sachen noch in die Team-Chest packen. Nein! Bin ich da alleine verteidigen? Es gibt nichts mehr zu verteidigen. Außer dein Leben. Ja, und das ist gleich weg. Boah, wow, ein Herz. Ein Herz. Oh mein Gott. Da ist ein Roter. Wer lebt noch von uns? Kroko und ich, aber ich bin auf der Flucht. Space, dreh dich um, ich bin dabei. Nein, warum sterbe ich dann Fallschaden? Ich habe einen perfekten Blocker-Milchi gemacht. Was mache ich hier? Willkommen im Club der Totenspieler. Basti, wo bist du? Weißt du nicht? In der blauen Welt. Oh mein Gott, besser kann man es gar nicht spielen. Ja, ist so. Oh mein Gott. Nein, jetzt kaufe ich mir Rüstung und werde umgehauen. Ja, okay. Ich dachte, ich kann schnell genug umdrehen und laufen. Basti, kannst du die anderen kurz reporten, dann machen wir eine neue Runde. Allein in die. Ja, wow. Was mache ich jetzt? Ja, entweder. Gewinnen, oder? Gewinnen oder neue Runde. Ja, er weiß genau, wo ich bin, weil ich gesagt habe, ich bin in der blauen Base. Kaufbeppo, nee, das war kein. Kaufbeppo finde ich gar nicht so Kaufbeppo. Schlecht. Oh, das war gut. Basti. Kann man in der Luft platzieren, diese Dinger? Das wusste ich gar nicht. Ja, aber bringt ja nichts. Ja, kann man, aber manchmal bringen. Also, manche retten sich damit, die wissen, wie das zu platzieren ist, aber auch nicht. Also, manche halt, ne, ich könnte dann jetzt nicht. Eine neue Runde, ein neues Glück. Ihr Lieben, ich will nochmal gewinnen heute und zwar richtig schön. Lass machen, lass nochmal. Wisst ihr, was mein Wunsch ist? Wisst ihr, was mein Wunsch ist? Hab. Ich möchte gerne Neuron. Okay. Wisst ihr, was mein Wunsch ist? Dass wir zu viert gewinnen. Ohne einen Verlust. Du bist so anspruchsvoll. Ja, am allerliebsten würde ich zu viert gewinnen mit dem Bett noch. True Ending. True Ending. Candy heißt unsere Ding. Nee, C Andy ist für Crocodile Andy, versteht ihr? Oh lol, die ist cool, die Map. Ah, das ist die Map, ja. Die gefällt mir. Nee, die mag ich gar nicht. Alles, wo das Bett irgendwie oben ist, ist immer so. Ach, das Bett ist oben, das war die erste Map, die ich je gespielt habe. Ja, genau. Deshalb kenne ich sie wieder. Meine erste Map. Das war deine allererste Map. Hier, ich droppe mal Eisen für irgendjemand, der schneller vorankommen will. Am Anfang muss man einfach. Eisen ins Bett bauen. Meint ihr, ich mach mich in Bed Wars? Eisen liegt. Ja, safe. Gut sogar. Manchmal weiß ich immer nicht, ob Joe solche Sätze ernst meint. Das ist immer so süß irgendwie. Ich frage mich, ob ich meine sowas wirklich ernst. Echt 100 Pro. Aber ich frage mich, ob ihr das ernst meint. Ja, klar. Sorry, ich muss Shooting machen gleich. Wenn hier Cap Chaos jetzt kommt, der macht einen Screenshot. Machen, dass die euch lesen können. Also, okay. Leute, was macht ihr eigentlich auf den Spawnern so lange? Auf was spart ihr? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, auf was sollen wir denn machen? Ja, entweder Blöcke kaufen und irgendwo hinbauen oder den Ressourcen weitergeben. Das frage ich ja die ganze Zeit. Ich frage die ganze Zeit, was soll es denn sinnvoll jetzt machen? Also quasi. Dann halt nicht Ressourcen wegnehmen, wenn du nicht weißt, was. Nein, ich pack dir immer die. Ich kaufe mir eine mobile Chest und pack die rein. Also ich habe hier die mobile Chest und pack die ganze Zeit rein, die Ressourcen. Okay, das ist actually gut. Ich störe einen Screenshot, das ist euch klar. Nein, du störst einen Screenshot nicht, Bassi. Doch, mach ich. Nein, Bassi, du störst ihn nicht. Der kommt, der kriegt einen Screenshot. Moment, ja, okay. Kill ihn, Joe. Ich kill ihn. Wo ist er? Du bist so doof, Joe. Mann. Oh mein Gott. Mann. Weg mit dir. Tschüss. Oh mein Gott. Hallo? Kroko macht ein Fotoshootings außerhalb der Runde? Was ist denn mit euch los? Pass auf, wir können noch mal ein richtiges Fotoshooting gleich in der Lobby machen, okay? Ich geh jetzt zu denen rüber. Ich komm zu euch rüber. Nein, ich kill jetzt Kroko. Hat jemand Fireball? Der Grüne hat mich schon gekillt. Aber Screenboxen dann. Nein. Aber die späte Rache hat ihn getroffen. Schau dich an, Quellkartoffel. Im Tod habe ich dich noch mitgerissen. Wow. Können wir nicht nachher diese Screenbox mal ausprobieren? Das klingt nach einer lustigen Sache. Keine Ahnung, wo die sind. Community. Machen wir einmal. Oder? Ja, das kann man machen. Dafür sind die auch aber da. Aber ich würde wirklich nicht in diesen Runden hier Screens machen, oder? Ja, nee, ich mach das auch sonst nie. Aber
Komm, lass den einen machen, Spell, lass mich den einen machen, und dann ist gut. Nur den einen, schnell. Weißt du, es wäre halt einfach rum gewesen. Es war halt einfach rum gewesen, Basti. Er kriegt keinen Screenshot. Weißt du was, ich gehe jetzt zu denen rüber, fertig. Das ist am einfachsten. Wir machen das jetzt so, wenn Basti da immer, da, ich gehe rüber. Ich muss nur aufpassen, weil der eine von denen, der wo sollen wir denn mal erklären, wie dieser Spielmodus funktioniert? Ich habe den einen zugesagt, ich werde den einen einhalten. In unsere Base. Ich habe den einen zugesagt, ich mache das. Ich bin ein Mann meines Wortes, Basti. Er hat mich. Oh, habe ich den? Oh mein. Yo, cool. Ja, du warst der Bessere. Nee, so. Mitgolfen. Wenn ich was sag, halte ich das auch, okay? Mach deinen Screenshot und dann ist vorbei. Ja, hat nicht funktioniert, ja. Ist gerade was explodiert über uns? Schnell, Jungs. Schnell, lange hält's nicht, wir werden gleich wieder runtergeboxt. Das sieht so gut aus. Ich habe leider keinen Feuerball, sonst würde ich uns jetzt alle in den Tod reißen. Was, die Reporter Kroko für Teaming, er wird gebannt. Schnell, bevor es zu spät ist. Du weißt gerade gar nicht, wie es innerlich gerade in mir brodelt. Das ist mir so wurscht, Basti. Wenn ich was sage, dann halte ich das ein. So, jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist Schluss. Okay. Kokos und Lieber. Yes, guter Ding. Jetzt greife ich an. Nein, bleib fort. Nee. Fort. Zum Schafott. Hexer. Zum Schafott. Also wirklich. So. Aber wenn ich was sage, sorry, Leute. Da kann auch ein Basti mich abhalten. Ja, Koko, alles fein, alles süß, alles gut. Nice. Nee, nix, alles gut. Ich bin stinke, sauer. Das ist in Ordnung, Basti. Ich find das cute von Koko. Du stinkst einfach nur sauer, Basti. Den wollte ich auch gerade bringen. Ich hab's mir nicht verkniffen. Warum haben wir 64 Diamanten in der Tür? Was? Warum sind... Ich hab grad 64 Diamanten im Inventar gehabt. Hä? Du trollst. Ja. Nein! Ja, leg sie in die Kiste. Hä, woher kommen die? Das macht überhaupt keinen Sinn. Hast du gecheatet? Das ist Admin safe, oder? Hä? Woher kommen die? Wie ging denn das? Ich hab gerade richtig abgehört. Ich hab gerade Inventar gehabt. Wir haben unsere Fort. Wie soll ich denn gecheatet haben? Das ist ja 1000% gecheatet. Nein. Oh mein Gott, Joe, du Fort. Ich hab die. Aber wie? Ich kann so reporten, Joe. Wie macht der das? Die waren einfach in meinem Inventar. Wie macht der das? Wie macht der das? Oh mein Gott, das war's für dich. Ich hab die Forge auf Level 4 abgetradet. Ich hab keine Ahnung. Ich hab die sofort rausgenommen und die Forge auf Level 4. Funktioniert übrigens nicht. Wie, was ist gerade passiert? Ja, was ist jetzt so, nein, du hast gecheatet einfach, hä? Du bist halt einfach gebannt. Hä? Oder hat jemanden gekillt? Ja, aber so viele. Trollerlol. Aber so viele? Nee, jetzt ernsthaft. Wie, was war gerade passiert? Ich weiß gar nicht, wo die herkamen, die Diamanten. Die waren einfach da gerade. Ich wusste es auch nicht. Ich habe nicht darauf geachtet. Genau. Kann man im VOD jemanden nachgucken? Du bist so ein Cheater. Space, hör auf mich. Ich hab das. Hä? Ja, genau, ne? Nein, es war wirklich. Also ich hab. Aber wie hätte ich es denn entschieden sollen, wenn ich es wollte? Ich habe keine Ahnung. Not enough items? War das gerade ein Bug? Muss ein Bug sein. Du hast wirklich gecheatet, ne? Nee, hast du den Bug OC, jetzt erklär mal bitte, wie ist das gerade passiert? Erzähl den Bug bitte. Basti, hast du da irgendwas mit zu tun? Ja, also nein. Es ist ein Bug. Warte, ich kann es erklären. Ich hab mich über Koko aufgeregt. Ja, ja, ich erklär's kurz. Es war einmal vor langer, langer Zeit in einer weiten Galaxie. Du bist ein richtiger Mensch. Ich will's wirklich erklären. Ich mein's voll... Oh, du hast ihn wieder zurück drauf gepustet. Es war einmal vor langer, langer Zeit in einer weit entfernten Galaxie. So lange machen, wie er will. Da war es einmal ein Klaus. Und Klaus war eine süße Maus. Und dachte, Joe ist einfach zu cool und braucht ein bisschen Support. Boah, wie lieb. Alter, wirklich, oder was? Echt? Ja. Das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Ich komm nicht hoch. Oben rein. Die gehen oben rein. Hä, was? Das klingt mausig. Kriegen wir nochmal einen Stack dafür, Klaus? Nein. Ach komm, das ist doch lame. Hä, wie lustig ist das gerade einfach? Ah, gut. Oh, da ist ja noch einer. Hey, hallo, du da. Gehen Sie mal schön weg hier. Hey, Habe da. Nix da, jetzt, du bist weg, Bruder, du bist weg, du bist... Glück gehabt. Da, Achtung, da ist noch einer. Bau zu. Oh, hab ihn. Oh mein Gott. Ich weiß nicht mal, wo unser Bett ist. Ist das wichtig? Muss ich das wissen? Stock höher. Aber wenn ihr das wisst, reicht ja, ne? Aua! Wie witzig. Was wir halt alles haben. Alter, ich hab mich gerade so geschämt, weil ich dachte, ich hätte gerade irgendeinen Bug oder so ausgelöst und so. Ich dachte, also. Oh hast Mann, du wirklich?
Ja. Okay. Ja, es gibt ja so Wurst-Clients, mit denen man das kann oder so. Du meinst doch nicht im Ernst, dass Gommel solche sowas so einfach machbar ist. Das hätte. Wurst-Client? Ich weiß, ich kann schon ganz andere Sachen machen, aber nicht sowas. Space? Ist das nicht? Schnauze. Du bist ja ein Mensch. Boah, ich will auch mal so einen Booster ein zum Spielen haben, aber den verlieren wir wieder, ne? Kann ich einfach ein Game of Creative spielen. Ist der oben, oder was? Nee, ich hab ihn gekillt, als er unsichtbar war. Achso, du hast ihn gekillt, okay. Da ist jemand hochgegangen, da ist jemand hoch, oben ist jemand, oben ist jemand. Oh, alles schnell, gut, keine Panik auf der Titanic, habe ich. Space ist für uns alle da. Ich will auch mal jemanden killen, ich will mir gerade gute Waffen machen. Dann muss Linksklick. Hä? Ja, ja. Ja, ja, um jemanden zu killen halt. Oh mein Gott, können wir, kann Leute. Ihr weißt, du erst cheaten und dann beleidigt sein, Joe, das geht halt nicht, ne? Also. Oh, hier geht's nicht weiter. Chat, ich hoffe, ihr habt alle Joe mal reported, ne? Alter, die machen das gleich wirklich. Bitte macht das nicht. Sag das sowas nicht. Nachher fliege ich vom Server. Leute, macht das wirklich. Ich meine, Basti hat mich auch reported, oder? Für Teamplay. Nein, ich hab dich nicht gereportet. Echt? Ich bin überrascht. Ich bin tierisch aufgeregt. Leute, das ist mein voller Ernst. Ich kann es nur empfehlen. Wenn jemand cheatet, muss man ganz, ganz knallhart dagegen vorgehen. Ich gehe gleich ganz knallhart gegen dich vor, wenn du so weitermachst, ehrlich. Also es gibt einfach keine andere Option, ne? Ich Martin, war gar nicht gemutet. Stefan, Jakob. Stefan, Jakob, Peter. Peterson. Da kommt jemand rüber zu uns, ne? Ja, das ist schade, ne? Was soll er doch? Denkst du, der traut sich das? Ja, da ist oben. Ja, er traut sich das, wie du siehst. Das hätte schief gehen können. Ja, nice. Genau hinter dir, Kroko, ne? Ja. Huch, ist mein Booster. Ich hatte gerade meinen Booster. Unser Bett steht noch, oder? Angst. Steht unser Bett noch? Ja, ja, unser Bett steht noch. Uns blauer noch. Ja, hier kommt einer, der ist gar nicht blau. So bad. Der ist gar nicht so bad. Das kann nicht sein. Ja, super, danke schön. Nett, voll. Super, das ist so motivierend. Super, da kommt jemand. Du hast keine Chance. Nee, das meine ich gar nicht. Doch. So habe ich es gerade gehört. Ja, doch, eigentlich schon. So, wir haben also einen Healpool bei uns, ne? Aber ich bräuchte Support hier oben, ne? Ich komme. Ist das oben? Ja, ja, ich komme hoch. Ich muss mir nur noch ein Schwert holen, mit dem ich verteidigen kann. Ich auch. Scheiße. Space. Bist du gestorben? Ja. Ja, komm hoch. Ja, ich bin hinter dir. Geh halt rauf. Geh hoch. Ja, warte, ich hol schon das Schwert. Oh, ich Space bin auch runtergefallen. Oh, das war's jetzt. Ihr killt den. Nee, Space, wahrscheinlich war's das jetzt, weil ich bin runtergefallen. Das Eisen. Ihr killt den, oder? Wo ist denn der? Ist der wirklich nach oben? Ne, hier ist keiner mehr. Lieber zuhören. Ich dachte, der wäre da noch. Ich sehe den nicht. Nee, das ist ein anderer, aber. Alles klar! Hier ist aber auch keiner unsichtbar. Verrückte Welt, Leute. Gobo war gerade noch hier. Ah, da? Ist das Gobo? Nee. Ah, da ist einer wieder. Ah, der ist scheiße. Wie viel Stuff hier? Oh. Der hat nur ein Steinschwert. Der ist scheiße, der hat dich hops genommen, Basti. Nee, der hatte nur ein Steinschwert. Da geht gerade einer hoch und du guckst zu! Es ist einer oben beim Bett. Nein, nicht beim Bett, das möchte ich aber nicht. So, ja, wow. Nein. So, ja, da stand gerade unten einer und hat einfach zu. Wer ist denn das? Ich hab den gehaut, stand? Aber es hat nicht gereicht. Was ist gerade für ein Geräusch? Ich hab den gehaut. Wo kommt der denn jetzt her? Joe, go. Go, Joe. Guck mal, der move zu schnell. Ja, hit ihn doch. Ja, ich hit ihn ja nicht. Alter. Alles nur wegen den Screenshots. Hätten okay, wir uns da ein bisschen mehr kämpft mal ein bisschen mit hier, könnt mich doch nicht alleine kämpfen lassen. Ja, ich bin tot. Ich bin auch tot. Okay, Joe, zwei Sachen. Nee, das war's ja schon. Ach, Kacke. Joe, zwei Sachen. Mein Chat sagt, du solltest weniger tollen. Zweite Sache. Auf der Flucht, aber jetzt ist Schluss. Gommel mag das nicht ganz so arg, wenn man eine Minimap anhat. Nein, jetzt ist aus. Wieso? Achso, oh ja. Weil es nicht ganz erlaubt ist. Achso, darf man das nicht? Nicht so ganz. Okay. Was heißt nicht so ganz? Das ist nicht also ich wollte es nur als Tipp geben. So trotz, mir nicht trotz Joes Hex verloren. Traurig, ne? Aber es, ab dem Zeitpunkt mit den Hex haben wir nachgelassen, weil da haben wir gewusst, okay, so ein Feier geschenkt. Ja. Da war Klaus gerade auch in der Runde. Community wollten wir kurz zum Screen. Komm, ja, bitte, wie geht das? Machen. Einfach Community. Lobby, was? Spawn, Community. Slash und dann? Hub? Nee, nix. Slash Hub und einfach Runde Spawn. Im Hub. Was im Hub? Da ist ein Gommelskin. Ah, egal, ist jetzt schon drin. Aber ich wollte es den Zuschauern sagen, dass sie es auch wissen. Ja, Slash Hub.
Und was jetzt? Wenn man im Hub ist, dann einfach zum oben links ist ein Gommelkopf im Navigator. Und dann gibt's da diese Screenshot-Boxen. Delta. Wo Mystic. Ist der Navigator? Es gibt einen Navigator? Okay. Ah, okay. Spieler in der Minimap ausschalten reicht, by the way. Community. Zack. Ach so, sowas. Okay. Ah, okay. Ja, dann ich lass die Minimap jetzt aus. Bei mir ist eine Wartezeit von einer Minute und 23 Sekunden. Okay, könnt ihr mir nochmal erklären, wo? Ich hab's nicht gecheckt. Ich bin auf dem Navigator und dann? Oben links ist der Gommelkopf. Ja. Da drauf drücken. Und dann? Dann bist du beim NPC. Ja, einfach den NPC anklicken. Ah, okay. Den Community-NPC. Und dann? Wo gehe ich dann hin? Geradeaus laufen. Du machst den Community-NPC, musst du anklicken. Ja, ja. Und dann hier drinnen? Was ist da? Genau, ja. jetzt links oder rechts hier. Genau, hier, Kroko. Ich stehe hier schon. Guck, Kroko, hier. Schau mal, Kroko, du kannst hier mal drauf drücken auf den Knopf. Ich bin jetzt auf diesem Ort, wo Gomme mit den Schwertern wirft. Wo muss ich jetzt hin? Schau mal hier. Ah, da steht der Basti. Geradeaus. Du kannst da drauf drücken, dann bist du. Oh, und jetzt kann da immer wieder einer reinkommen, oder genau. Wie? Und wie lange hat der? Ja, warte schon. 10, 15 Sekunden. Man kann da jetzt hingehen und kann auch einen Knopf drücken, ist dann als nächster dran, oder was? Genau. Ja, ja, es ist, entsteht eine Warteschlange. Ist ich hab's jetzt nicht verstanden. Ich bin jetzt in so einer großen Konzerthalle und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hinter dir. Kannst du mir ein Redstone, was? Herz, hinter mir? Wohin? Du hast mich gerade genau angeschaut, Joe. Wieso habe ich fancy Lila? Sehe ich dich nicht. Nicht wegschauen, wenn du mich gerade angeschaut hast. Nur VIPs. Ach, die Spieler waren alle ausgeschaltet. Da bist du ja. Okay. Oh, ich frage mich die ganze Zeit, warum ich alleine bin. Okay, wo muss ich genau hin? Hier sind die zwei Screenboxen. Ich glaube, oben gibt's noch mehr. Also, ihr kommt da hin, wenn ihr, ihr müsst auf den Navigator, dann klickt ihr oben auf den Gommekopf. Dann steht er vor einem Gomme und da steht drüber Community. Dort klickt ihr drauf und dann müsst ihr geradeaus und dann links sozusagen. Da sind ganz viele Leute, da könnt ihr einfach rüberkommen. Warum sagt ihr mir immer, die Warteschlange von Basti zockt? Ich würde gerne meine Warteschlange wissen. Oh, weil ich da geklickt habe. Wahrscheinlich schmeißt mich der dann beim Basti rein, wenn die durch sind. Ich will gar nicht beim Basti. Kann ich meine Warteschlange absprechen? Ich schau, frag mal. Hinstellen? Da könnte ich derzeit weiterspielen. Sag mal, blöde Frage, aber ich bin in der Warteschlange von Basti drinnen. Das heißt, ich werde gleich aus meiner Box rausgeschmissen, oder? Ich weiß. Das ist eine gute Frage. Ich will da gar nicht. Ich habe meine eigene Warteschlange, okay? Aber bitte, wenn ihr Screens macht, auf Twitter bitte verlinken oder auf Instagram, ne? Josef_Heinrich auf Instagram oder Twitter halt The Joecraft, okay? Was willst du? Ich glaube, wenn ihr wollt, ihr könnt euch sogar eigene Screenboxen designen lassen. Also ich habe zum Beispiel mal vor einigen Jahren mir eine eigene machen lassen, wo ich noch ganz viel Skywars und so gespielt habe. Zum Beispiel Joe könnte ja ganz viel Redstone reinmachen. Coole Coco Sache. Könnte sich, keine Ahnung, eine Burg hinbauen, eine riesige. Und Basti könnte ganz viele Kackhaufen hinlegen, so in der Richtung. Ja, wahrscheinlich. Also es ist schön, wie du gerade uns zwei so definiert hast. So der eine, weißt du, so mit Burg und der andere mit Kackhaufen. Also das ist ja... ja, Redstone, Burg und Kackhaufen. So. Das, was halt zu euch am besten passt, finde ich. Wahnsinn. Das finde ich jetzt gerade sehr grenzwertig. Balu schreibt dir gerade, Space ist voll so der hippe Teen, der seinen Onkels die Technik näher bringt. Und dann drückst du den Knopf. Welchen? Den dort. Wie komme ich raus aus der Box? Ja, einfach auch wieder den Knopf drücken. Hier, guck mal, ich stehe mich einfach hier hin. Komm, Leute, machen wir gemeinsam Screenshot und gehen ein bisschen schneller. Okay? Hallo, wir haben noch 3 Minuten und 8 Sekunden bei mir. Ich geh mal da vorne hier hin, guck mal, gehen wir hier hin, machen wir hier ein bisschen Screenshot. Wie viele Leute da hier sind? Warum ist hier so viel los? Es wird keiner mehr reingeportet, ich komme aber auch nicht mehr raus. Ist das für ein geiler Skin? Lol. Ah, hallo David Pell. Hä, siehst du den Skin hier von Gobo? Der ist Gobo? Boah, aber damals, als wir dieses Jump'n'Run-Event gemacht hatten, mit Wichtiger, hat der auch so eine richtig, richtig geile Parkour eingeschickt. Das weiß ich noch. Hey, ja. D-Dave schreibt gerade, hat sich bei Baudi Burg einen Screenshot mit dem Spacey geholt. Gut gemacht. Sehr gut. Nein, ich wurde nicht zu Basti geportet. Finde ich irgendwie auch gar nicht so dramatisch. Ja. Basti, wir haben übrigens unser Minigame aufgehört, ne? Welches Minigame? Dass wir gesagt haben, wir müssen immer einen Screenshot mit demjenigen machen, der zuletzt im Real Life erkannt wurde. Ja. Müssen wir wieder anfangen. Was hat es da oben mit den beiden Skins auf sich? Das linke ist ja Gomme. Wer ist das Baby daneben? Das ist tatsächlich sein Real-Life-Bruder. Ist Kleckser. Süß. Ja, und jetzt warten wir hier. Ja, genau, was machen wir jetzt? Also.
Die machen Screenshots. Der Basti wollte die Screenshots nicht in-game machen. Wir können 1 gegen 1 spielen, wenn ihr wollt. Nee, bitte nicht. Big Snake ist hier so aus Versehen reingekommen. Der geht extra weit weg. Das ist noch eine Runde Team. Also ich bin nur ein Teammensch. Ich liebe Teams. Hübschi. So, jetzt ist dann auch gleich Schluss. Basti, wenn du eine Runde startest, werde ich automatisch reingezogen. Ja. Dann würde ich sagen, eine Runde machen noch. Letzte Runde, ne? Eine starten. Boah, sind hier viele, ey. Ja, bei mir wollen, ich habe noch 4 Minuten und 7 Sekunden, die müssen irgendwann aufhören. Ja, ja, ich habe noch 3 Minuten 20. Ich könnte mich nach dem Stream einfach in die Box stellen. Kann dir auch was Cooles zeigen? Warte mal. Ja, gerne. Okay, hört mal, ihr hört ja gerade alle den Stream, ihr Zuschauer. Wir gehen jetzt alle zu GroKos Box und drücken den Button und gucken, wie hoch wir die Wartezeit pushen können. Ach. Wie hoch kriegen wir die Wartezeit gepusht bei GroKo? Wie cool. Auch wenn ihr schon einen Screen habt. Jetzt kommen wir hier mit. Mhm. Wir werden GroKo 10 Minuten da drin. Ist festhalten. Aber GroKo, guck mal, schon 6 Minuten. Das ist ja. Das hier wird GroKo streamt so lange, bis der Countdown bei 0 ist. Ihr müsst jetzt alle da drauf. Ich glaube, die TPS sind gerade ein bisschen down. Ja. Ich mach's ja noch weiter niedrig, warte. Was macht ihr denn? 7 Minuten, GroKo! Cool, yes. Aber kann man doppelt drücken? Nee, ich glaube. Oder merkt das Programm, wenn. Aber ja, das wäre mal spannend zu wissen, ob jetzt immer neue reinkommen. Das ist cool, Space. Da steht es beide DJs, oder? Ja, Mann. Guck, und dann kann man mit den Leuten hier rumdancen. Wie lange dauert es bei dir, Basti, bis du dran bist? Was singen wir beide nicht dran? 4 Minuten bist du dran. It's a kind of magic. It's a kind of magic, magic, magic. Ja, TPS sind. Ey, das wäre so eine, wenn ich so ein Streamer-Typ wäre, so mit Nonstop-Streaming und so, dann würde ich mich da wirklich mal reinstellen und Mittagspause machen. Würde ich, würd ich das so streamen, wie ich hier so stehe? Ganz gechillt und dann so, dann stehe ich hier, trinke und esse und wir quatschen. Wollen wir denn noch eine Runde spielen, ihr Lieben? Ja, unbedingt. Ja, ja, aber GroKo hat noch 6 Minuten. Nein, ihr könnt einfach starten. Ihr wisst doch, wer first come, first serve, fertig. Und alle anderen machen, wir kriegen das schon noch hin, Leute. Naja. GroKo lächeln. Space Sexy, oh, gute Frage. Nein, ich wollte noch Space Sexy sehen. Hey, hi, bitte. Hi, to fly. Space Taxi. To the sky. Feuer Salamander. Mach Beine auseinander. Martin, singen wir das im Flugzeug doch ganz laut. Zu. Und raus bist du. Was für Flugzeug? Wir fliegen nächste Woche. Wir fliegen nächste Woche. Auf die Schnauze. Besser ist es. Wo fliegt ihr hin? Weit weg. Wir haben keinen Bock mehr auf alles hier. London. London. Ist das ein Machen wir Flugzeug die Basti, Challenge? Hast du eigentlich quasi keine Einladung bekommen? Einer muss ein Wort immer laut brüllen und ich sag dir zu dem YouTube-Treffen in München? Oh mein Gott. Nö. Da würde ich mal Daniel schimpfen, hey. Übrigens, liebe Leute, es gab am Frankfurter Flughafen mal ein paar Jugendliche, die es lustig gefunden haben, zu sagen, da wollte einer schneller durch die Kontrolle, hat da einen Scherz gesagt, ja, ich habe eine Bombe dabei. Oh, das Problem kein ist, Scherz. Er hat jetzt eine Strafanzeige und hat seinen Flug verpasst und war noch mehrere Stunden am Flughafen. Solltet ihr nicht machen, ne? Nee, also, das ist totaler Quatsch. Das ist mega dumm. Ja, auch nicht aus Spaß. Auch nicht aus Spaß. Die müssen das ja ernst nehmen. Ja, also, das ist ja so. Es wird auch ernst genommen. Vor kurzem, es ist noch gar nicht lange her, hat auch jemand per SMS irgendjemanden verschickt über Flughafen-WLAN, dass er auch irgendwie eine Bombe oder sowas dabei hat. Ja. Und ist ein Kampfjet hinterher geflogen, dem Flugzeug. Und haben den eskortiert, der dann enden muss. Ein Jugendlicher aus Mexiko war das, glaube ich. Ja, irgendwie 20.000 Euro oder sowas hat das dann gekostet. Na, das geht sogar noch, aber trotzdem ist ja verrückt. Also, ja, das Ding ist, die haben den ganzen Flughafen lahmgelegt dafür. Und die mussten da quasi, dann wurde der quasi ein Kampfjet einfach literally hat dann das Flugzeug geforst, woanders zu landen. Also das ist Das ist im Griff Space, ne? Ich baue den Weg zurück. Also auf keinen Fall machen, Leute, auch nicht aus Spaß oder so. Nee, auf gar keinen Fall. Ich hatte mal tatsächlich Ärger bekommen, weil mir ein Kollege von damals aus der Schule Geld überwiesen hat und der hatte dann quasi tatsächlich irgendwie so geschrieben, hier so, vielen Dank für die Bestellung mit Plutonium oder so, fand er ganz lustig oder so zu schreiben als Check. Was, und die bei der Bank haben tatsächlich angerufen bei mir und gesagt, irgendwie steht bei mir, ich bin abwesend. Und jetzt ich hab schon wieder 64 Diamanten. Was zum? Schmeiß sie ins Void, schmeiß sie ins Void. Slash AFK eingeben, einfach. Dann bist du nicht mehr abwesend. Zack, zack. Ein paar Dias. Warte, ich sollte eine Chest holen, ne? Dann hole ich direkt noch ein paar mehr Dias. Zack, Eisen war's, ne? Holz ist ein Holz fehlt noch. Ja, ich hab. Ein Holz fehlt noch, Gelb ist schon wieder am Rushen und Grün will unsere Dias. Ich komm mal und veräitel das. Ich komm nicht. Uiuiui, bist du auch da? Ausgelöscht. Ja, ich bin hinter dir.
He shit. Quit. Quit. Gut gemacht, gut richtig, gemacht. Richtig. Sollen wir gleich weiter? Ja. Hast du ein Team-Chest für die Diamanten? Ja, du bist ja, der Beste. Go, go, Power Rangers! Ich habe eine Spitzhacke im Zweifel. Warte mal kurz, es ist auch sinnvoll, glaube ich, noch so Sachen mitzunehmen, ne? Go, go, Kroko! Ah, meine Spitzhacke. Oh, nee, meine Spitzhacke war halt. Oh, die am Holz. Und meine Spitzhacke war nicht auf der 2. Ich habe die nicht auf die 2 gelegt gehabt und dann. Nein. Ah! Ich nutze die Zeit. Patrufi, ja, mein Lieber. Vielen Dank für die 5 Kanamikitschaften. Ganz viel. Florian G., Ben Gretli, Tati Tanja, Clean Anna und Killer Einhorn. Herzlich willkommen, meine Wiederhamburger, ihr Lieben. Vielen lieben Dank an Patrufi. Dankeschön. Oh, der muss sich ja so erschrocken haben, der Arme. Mensch, der Arme. Nö, ja, eigentlich tut er mir gar nicht leid. Was können wir denn upgraden? Noch nicht wirklich viel, aber ein bisschen was. Da ist einer stabil runtergelaufen gerade. Stabil. So wie der Stift, stabilo. Brauchst stabilo. Du Hilfe bei Grün? Das wäre immer gut, ja. Wir haltet die auf. Okay, ich lenke die ab. Am besten, die haben Holz zugebaut, ne? Axt wäre super. Ich hab keine Axt. Ich schau mal, dass ich eine Axt mitbringe. Axt kann ich mal gucken, wie wir machen schnell. Schmeißen die Teamchest dann. Eis, hab ich eine Kiste? Eisen, Axtkiste? Axtkiste? Nee, ist keine Axt drin. Doch. Jetzt. Hab ich? Nein, irgendjemand anderes hat sie. Ich hab sie genommen gerade. Ich geh direkt wieder zum Bett. Bist du noch da, Basti? Ja, aber gleich tot. Go, go, go. Okay, jetzt lauf, jetzt lauf. Ich leg die Axt wieder rein, Basti. Ja, Grün ist bei den Dias hier, wieso auch immer. Der hat's nicht für nötig zu verteidigen. Komm, 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 zurück. Ich komm. Ah, du warst da unten. Okay, jetzt zusammen drauf, ich lenk ab und du... Warte. Ich hab grad unser Bett protected. Schön, Junge. Okay, einer down. Aufs Bett! Schön, Basti! Du bist gut! Nice! Rainbow Kitty! Wie Kara war es gerade? Warte, ich glaube, es kommt gelb auf uns gerade zu. Gelb kommt, gelb kommt, gelb kommt. Gelb kommt, gelb kommt. Gelb ausradiert. Lass zurück, Space. Ja. Ihr kauft ihr Teleporter. Ja, schon gemacht. Muss man noch kaufen. Das ist nice. Haben wir den gelben schon bei uns drinnen oder noch nicht drinnen? Okay, okay. Aber es ist halt noch fein hier. Basti, nimm die ganzen Ressourcen von dir noch mit. Die haben hier nichts mehr. Okay. Ein Gelber ist jetzt hier und baut sich den Weg hier so nach oben. Das war gar nicht so gut. Mies. Space, schau mal ganz kurz eben kurz, dass du den da draußen oben den Gelben wegmachst. Jo, alles kommt klar. Kommt ein zweiter Gelber. Komm, wir gehen beide drauf. Ja, der ist wieder hoch, okay. Oder was? Blau ist raus. Ich kann den gleich killen, aber der andere wird schwierig. Achtung, Feuerball! Oh, Bett, wieder zubauen. Ab zu. Der ist runtergefallen, nice. Schön, sehr nice. Okay, der ist auch tot, wenn ihr den einmal hält. Ja, der ist da unten. Flüchtet. Okay, es kommt noch ein weiterer Gelber. Der ist weg. Wo ist er? Hast geschafft. Draufgegangen. Schön, das war richtig gut. Okay, ich geh jetzt in die Mitte schnell ein bisschen Gold holen. Ja, pass auf die Gelben drauf. Da ist noch ein Gelber. Kommt ein Gelber. Zurück. Wer ist noch da? Ah, gut. Ich bin auch noch da. Bleib hier. Achtung. Mach den weg. Ja, warte. Jetzt. Attack. Ja, ich bin eingebaut. Wir haben 8 Gold in der Kiste. Damit. Okay, alles gut. Guter Ding fand ich auch, haben wir guter Ding. Der eine hat ein Diaschwert für ein gelb Scheiße. Ja, aber wenn der drauf geht, dann war es das mit dem Diaschwert. Mhm. So, jetzt können wir den irgendwie kohlen. Also gemeinsam kriegen wir das vielleicht. Holt euch auch mal bessere Schwerter. Also quasi Kroko, holt dir mal vielleicht irgendwie ein besseres Schwert oder so. Stein. Gelb kommt wieder. Ja, ich baue uns mal einen Weg, dass wir da nach oben können, auch so. Um einfach Gelb so ein kommt. Space, wir brauchen deine Hilfe jetzt dringend. Kommt. Der eine gefallen. Wollte nicht. Space? Okay. Ja, nice. Direkt untergehittet. Ja, der hat das Diaschwert. Habt ihr den im Griff, den einen? Und jetzt kommt nämlich noch einer. Den schaue ich, dass ich ein bisschen im Griff halte. Er hat hier Schneebälle draufgeworfen. Was hat das gemacht? Oder Eier? Ich glaube, er wollte irgendwas ausprobieren damit. Der ist wieder oben. Attack!
Nicht einbauen lassen. Er hat unser Bett. Nein, 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 hat er noch nicht. Oh. Gut gemacht. Haben wir den? Gut gemacht. Ja, sehr schön. Boah, gut, gutes Spiel gerade. Gutes Spiel gerade. Ja, aber wir müssen wir dürfen uns nicht so. Beste Runde und ich nehme gerade nicht auf. Ich hoffe, der Replay-Puffer funktioniert. So. Wir kommen also sechs weitere Diamanten in der Kiste. Sehr gut. Ich schau mal, ob ich was upgraden kann. Ah, ich kann die ein bisschen früher abhalten. Einer ist jetzt direkt wieder über uns. Ja, komm schnell zu uns, komm bitte. Ihr seid zu dritt, Leute. 3 gegen 1, das habt ihr. Wo ist er? Wo ist er? Okay, da hinten. Hier auf unserer Insel. Uns. Ah, shit. Okay, es kommen noch zwei weitere. Okay, einer ist runter. Es kommen noch zwei. Schnell, oh, Entschuldigung. Schnell vorne verteidigen, Leute. Bin wieder da. Achtung. Komm her, bitte. Oh, das ist schlecht. Hitten, aufs Bett und hitten. Haben wir. Ja, Chef. Hab du gebaut? Sehr gut. Wir müssen nochmal. Eisengolem holen. Eisengolem? Ja, bestimmt. Was kostet der? Wo ist der? Warte, ich hole. Der baut sich aufs Dach rüber bei uns. Der sitzt auf dem Dach bei uns drüben. Wir müssen eine Falle machen. Baut möglichst wieder mit Dings auch. Können wir diese Falle wieder auslösen? Und wir können Eisengolem machen. Schnell, bald dich. Diamant holen. Kroko? Ja, bin dabei. Schmeiß dich in die Kiste. Ist gleich in der Kiste. Dachtyp greift an. Ist in der Kiste. Hast du gesehen? Hast du noch Eisen? Okay. Nein, Zacki. Kommt noch ein Gelber. Eisengolem ist da. Okay, perfekt. Da oben ist noch der Typ hier, der wartet auf uns, der campt. Er hat ein Diaschwert. Alles gut. Der da kommt jemand. Jetzt ist er da. Bad ist noch da. Alles gut. Bad wieder zu bauen. Okay. Genau, Basti. Keine Ahnung, wo der ist. Ich bräuchte der am Dach kommt runter, ich hau ihn runter. Der am Dach ist runter, der kommt runter. Oh nein, er ist wieder hochgesprungen. Ah, ich hasse das, wenn Leute so gut umgehen können mit dem Zeug. Ich hol neue Sachen, stell protektiertes Bett. Der hat einen Trank getrunken. Der am Dach raus. Der hat hier eine Gravitationsgranate. Achtung, Bett. Bett. Boah, ich wurde gesprengt. Oh mein Gott. Wieder zu bauen, er ist noch da. Oh. Gutes Ding, Leute! Boah. Gutes Ding! Der nächste kommt schon. Boah, aber wir müssen da schauen, dass wir da irgendwie rauskommen. Schön. Der ist unten bei uns. Beim Golem. Boah, ist der spannend. Können wir das Ding irgendwie drehen, dass wir in den Angriff kommen? Ja, ich versuche gerade schnell in die Mitte zu gehen. Wo ist er denn? Hinter unserer Base müsste einer gerade sein. Oh, ja, das hinter. Rechts. Ciao, vorne, neben dir. Ciao. Ja, jetzt ist perfekt. Ja. Hä, wieso ist der Eisengolem hier hinten? Da ist auch einer. Da ist ein Spieler. Hinter uns noch einer. Basti, kannst du dich umdrehen? Ich helfe Joe gerade. Hab ihn gekillt. Oh mein Gott, ich hab gerade einen Feuerball gehittet, was zähle. Hab ihn. Ja, in Sommern. Da ist einer mit dir. Kommt schon wieder einer. Oh, jetzt hab ich daneben geschossen. Was war denn das, ey? Okay, was ist unser Plan, dass wir zusammenhalten? Wir haben keinen Plan. Ja, dann bleiben wir mal bitte zusammen, dann lasst uns doch gemeinsam vorrücken, oder? Wie? Erst ausstatten, besseres Equipment. So einen hab ich auch gerade geschossen, so einen Feuerball. Ja, ich hab ihn aber eigentlich, also wär in dem Moment nicht gesprungen. Was machen wir jetzt? Da kommt zwei mit Diaschwert auf uns zu. Angriff. Ich hab keine Chance. Wer low ist, zieht sich zurück. Ja, ich bin low. Nee. Ja, haha. Nee, ey, aber war gut. Auch schon raus? Aber wenn man sich so zurückdrängen lässt, ist immer ein Problem, ne? Aber gut. Boah, aber schwierige gut. Runde. War gut. War spannend. Ja, die hatten die Mitte, also die hatten richtig viel Gold. Das war deren große. Meine Hand ist ganz verschwitzt, das ist verrückt. Na, das legt sich mit der Zeit. Du gewinnst sie ganz Teil verlieren. Das ist echt gut gehalten, ne? Ja, wirklich. Mega. Es war schon echt ziemlich stark. Ich freue mich, dass ich sogar auch einmal das Bett quasi protecten konnte. War es das oder wie? Weiß ich nicht, müsst ihr entscheiden? Eine geht noch. Oh. Eine geht noch rein. Das ist so die berüchtigte letzte Runde, die dann wieder 1,5 Stunden dauert. Ja. Nur mal gucken.
Nur mal gucken, Leute. Let's go. Genau, und dann hier drin. Oh ja, Gott. Lukas, ja, leider wurde das Bett abgebaut. Auch von eben, teilweise ja, wollen wir nochmal neu starten dann gleich? Ja, dann starten wir neu. Jetzt gehen wir nochmal ab. Passt, die sind ja okay, ja, nicht schlimm. Ja, einfach, dass man dann andere Gegner auch hat, okay. Oder? Das finde ich immer ganz angenehm eigentlich. Ja, aber die haben dann auch. Die meisten haben nicht Premium Plus zum Nachjoinen. Okay, das ist fein. Das sieht gut aus. Ja, ein Clan ist drin. Die sind nur zwei. Sind die schwierig? Ja, das sind ist ja. Grün, oder? Neustand neu. Nee, passt. Ja, aber wir haben doch. Na gut, egal. Gut, dann let's go. Wir sind doch auch Clan sozusagen. Also wir spielen. Ja, also wir, okay, stimmt auch. Ein wieder. Kleiner Clan sind wir. Wir sind ein ganz süßer Clan. Und es ist der Angedix mit X drin. Hat gleich jemand mir Kupfer noch? Dann kann ich direkt in die Mitte. Hab gedroppt. Hab auch Eisen gedroppt, alles gedroppt. Gedrobby, dropped. Wir belohnen Space hier mit den Drops. Ich bekomm's alles nicht, ne? Warum nicht? Ich bekomm nichts davon. Okay, das aufhören zu droppen. Hä, wieso bekommst aufhören du nichts davon? Ja, es dauert einen Moment, weil die sich zusammen stacken. Ach so. I see. Wir haben viele neue Beppo-Styles erfahren. Da sammelt sich was an. Ja, gut, aber die am häufigsten vorkommen, sind natürlich die gängigsten. Das muss man natürlich schon so sagen, wie es ist. Ne? Also, du hast schon Holz gehabt, ich habe auch nochmal Holz. Was für Beppo? Werf Beppo, Hüpf Beppo, Fall Beppo, Lauf Beppo. Ich bin die als erster in der Mitte. Sehr gut. Was gibt's in der Mitte denn? Gold. Oh, ist immer eine große Menge vorbereitet oder wie? Nee. Vier Stücke hat er wahrscheinlich jetzt oder so, ne? Zwei Stück sind blau und grün ist jetzt auch in der Mitte. Aber du kannst ja alles in den Teamchest packen. Ich hab keinen dabei, ich weiß. Yeah. Diese Bombe, die er gerade hatte, diese schwarze Gravitationsbombe, die ist ja praktisch. Die sollten wir. Aber die ist teuer, oder? Was kostet die denn? Das ist eine gute Frage. Ich guck mal kurz nach, was die kostet, weil sonst holen wir mal da. Das ist eine Spezialwaffe. Blau kommt direkt zu uns. Ich bin noch 12 Gold. Ich könnte ihn einfach töten, aber ich versuche da wegzukommen. Ja, töt ihn halt einfach bei Space. Spiel mal so, als hättest du kein Bett mehr. Naja, Blau kommt. Schon auch. Also nur halt einfach alle umhauen. Wenn ihr Hilfe braucht, laufe ich zurück. Ich baue nur gerade Weg zu Diamanten, ne? Ein Gelber kommt auch noch, Basti. Als ob. Ja, der Target blitzt straight up. Achtung, ciao. Immer dieses Einbauen, ich hasse das. Hast du eine Spitzhacke? Ist es der Midnight? Ja, der hat uns letzte Runde schon getargetet, die ganze Zeit. Lass rausgehen. Willst du den Report? Neue Runde, oder? Ja, lass uns Report rausgehen, finde ich nicht cool. So ein Target finde ich doof. Ich finde eine schöne Runde. Kannst du auch Klaus Thaler schreiben. Ja, lass einfach eine neue Runde machen. Ja. Eine schöne neue Runde. Ja. Nein, Trans, du hast nichts verpasst. Es wäre für Streamer ein tolles Feature, das ist sowohl für mein Server-Netzwerk als auch für Gomme mal so ein kleiner Tipp, wenn es solche Leute gibt, dass man die irgendwie mit einem Befehl ausschließen kann. Also dass man quasi einfach so diesen Slash und dann werden die einfach, können die nicht mehr das Streamer-Runde für den Tag joinen, dass man vielleicht einen Tag Pause hat. Ja, du kannst einstellen, ne? Weil es gibt ja auch Leute, wo du sagst, die willst du gar nicht mehr. Dann sagst du halt hier, bann einen Tag oder immer oder Tag, was weiß ich, oder eine Woche, dass keine Ahnung. Dass vielleicht VIPs haben, dass man sagt, einfach, da kommen die nicht mehr mit rein. Private Runden. Ja, aber ich finde es cool, dass schon Leute mitmachen. Das macht die ganze Sache spannend. Es dürfen ja auch gerne Leute. Man kann private Runde mit anderen Leuten spielen. Weil ich finde, die Gewinne kenne ich noch gar nicht, die Map. Ich finde es ja cool, dass wir gute Leute dabei haben. Ganz im Gegenteil, das macht das Game mehr spannend. Ja, also GroKo und ich sagen auch immer, es ist ja, also wir spielen gern mit Zuschauern, aber halt, die sollen spielen, als würden sie normal spielen und nicht Target. Könnt ihr mir erklären, was es echt bedeutet eigentlich? Diamant 2, Gold 2, was ist das? Dann werden die Spawner von Diamant und Gold geupgradet, dass mehr spawnt. Je länger die Runde dauert. Ich sagen. Cool, interessant, okay. Dass halt dann schneller geht quasi, ne? Okay, ich gehe rechts zu unserem Dia-Spawner. Dann gehe ich links. Ja. Weil diesmal will ich nicht in die Mitte, das hat uns nicht so viel gebracht. Ich finde auch, dass die Mitte am Anfang echt nicht viel bringt. Also wirklich, was es wirklich bringt, sind die Diamanten und dann geht man in die Mitte mit entsprechender Ausrüstung und Teamchest und kann dann das Gold abfarmen. Man muss schon sagen, das Gold von Anfang an zu haben, ist schon eigentlich trotzdem auch strong. Aber was ist da das Starke? Also das Equipment, Schwertrüstung sozusagen. Ja, aber also Rüstung kostet 16 Gold. Ja, das stimmt. Aber ein Schwert alleine zu haben, das dann relativ schnell auch geupgradet ist, das ist schon. Ja, aber das verlierst du, sobald du drauf gehst. Und deswegen ist das für mich immer nichts. Ja. Also, ich gehe auch. Aber haben wir irgendwas schon an Diamanten? Ich habe 3 in die Kiste. Ne, ich bin erst gleich beim Spawner. Ich weiß nicht, ob ich schneller da bin als die. Ich muss fast bridgen. Nee, ich unterstütze dich. Komm mal mit vor. Ja, die haben aufgehört. Ich komme dich unterstützen.
Aber es gab 4 Stück für uns. Jetzt haben wir 7. Wir können ein bisschen upgraden. Ja, ich halte dir die Stellung und bring's zurück. Nice, Joe. Kann jemand oder andersrum, Joe. Andersrum ist gescheit. Team Chest perfekt, du hast Team Chest perfekt. Alles gut, also dann kann jemand eine Spitzhacke in den Team Chest legen? Können wir gehen zu Grün? Spitzhacke und Axt möglichst. Spitzhacke, nur Spitzhacke habe ich gerade behauptet. Wenn der schon so baut, weißt du, dann weiß ich so genau, das ist halt nicht meine Kragenweite. Ja, das stimmt. Also deine schon, aber okay, meine halt nicht. Zieh dich zurück, nicht. Nee, wieso? Axt liegt auch nicht. Ich habe nichts dabei, was das ist in irgendeiner Art und Weise. Oh, Grün hat hinten. Ah, gut, nice. Beide tot für. Ja, und Grün wurde gerade das Bett zerstört, ne? Das war. Achtung hinter dir. Nicht mitbekommen, nice. Danke dir, Space. Alle hast du gekillt, das hast du gut gemacht, Spacey. Space macht das. Du warst auch sehr gut dabei, Kroko. Ich war Meat Shield. Meat Shield, ja. Menschlicher Shield. Leute. Ja, doch, das ist schon. Meat Shield ist so. So geht das. Ja, doch. Hi. Hi. We back. We are a family back. Ich brauche immer noch so lange im Shop die Items zu finden, das ist ja nervig. Ja, das kommt mit der Übung tatsächlich. Oh, Upgrades. Wenn Upgrades, jemand Upgrades. Möchte, kann er mir Brücken und eine Pickaxe mal reinlegen. Pickaxe liegt, ist also eine Brücke oder so. Ich habe eine kaufen können. Nee, haben wir noch nicht genug? Ich sollte mir vielleicht mal ein bisschen mehr diesen Knockback-Stick holen, oder? Gelben bauen hier, ein Gelber baut hier irgendwie zu den Dias hier drüben. Ja, ich geh mal rein. Ja, hab mich gerade runtergeschubst. Schade. Wir brauchen. Okay, wir brauchen noch ein paar Dias. Ja, ich war schon in der Luft, da konnte ich den Diamant nicht mehr wegschmeißen. Haben wir noch Eisen? Ja, zwei Gelb kommt, Gelb kommt, Gelb kommt, Gelb kommt, Gelb kommt, Gelb kommt, ist schon direkt da. Die taugen aber nichts. Ah, würde sagen, eigentlich nicht. Also, so heißt er. Aber der hat Space im Nacken. Der überlebt das nicht lang. Das ist nicht gut. Space im Nacken ist eigentlich schon klinisch tot. Der ist wieder unten, gleich bei euch. Okay, ich behalte die Stellung. Joe, du hältst die Stellung, ich geh Diamanten holen. Der ist bei euch, der ist beim Bett, der ist beim Bett. Der ist beim hat sich eingebaut, Tim. Der ist beim Bett. Oh. Ja, der hat sich zugebaut, ich habe keine Spitzhacke. Oh, ich glaube, wir brauchen eine Spitzhacke. Ich bin so vor eh vorhin so, nö, Spitzhacke braucht man nicht, nö. Das hauen wir den weg. Hab's gelbe Bett, aber bin jetzt wahrscheinlich down. Schön. Dafür machen wir den Gelb weg. Von hinten, Joe, gelb von hinten, gelb, lass ihn nicht ausbauen, nicht ausbauen, nicht ausbauen, nicht ausbauen. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Jetzt hat, holen ihn euch, holen ihn euch. Nice, got him. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, oh schön. Da vorne ist noch einer im Bett. Basti, oder? Halt durch. Kann man dir irgendwie helfen? Ich bin jetzt in der Mitte, ich bin in der Mitte. Aber bist du safe? Blau können wir dir irgendwie helfen? Nein. Zieh dich zu uns zurück, zieh dich zu uns zurück. Geh über Gelb. Über Grün, Entschuldigung, geh über Grün. Geh über Grün, Entschuldigung. Entschuldigung, er kommt dir entgegen. Oh mein Gott. Ich hab leider keinen Team-Chest. Der Blaue kommt zu dir. Zu mir? Ja, der ist genau hinter dir. Okay. Du musst dich richtig beeilen. Ich habe unseren Schutz geupgradet, ich denke, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Okay, passt, jetzt bist du safe. Bin ich safe? Ja. Oh, nice. Oh, okay. Ich hab's überlebt. Wir sind noch zu viert, oder? Okay, ich jetzt kann, heißt überleben, Leute. Ich würde mir einmal Rettungskapsel kaufen. Ja, mach das, bitte. Ich kann noch eine Rettungskapsel für jemanden kaufen. Für mich? Ja, gibt's Spacey. Aber egal. Warte, Rettungskapsel ist drin. Cool, danke. Okay, ich habe nochmal 4 Dias, 6 Dias haben wir. Ich upgrade. Nicht so wirklich was hier. Ja, einmal unsere Forge, glaube ich, dass wir so ein bisschen, weil mir mangels an Rohstoffen gefühlt. Mhm. Oh, Musik ist aus. Wir brauchen ein Bett von. Blau kommt. Okay. Ich brauche irgendwie ein bisschen Eisen oder sonst was für ein besseres Schwert. Ich Eisen hier, nichts. Hier, Eisen in der Mitte. Ach, ein Feuerball! Ah, der hat den Weg von abgeschnitten. In alle Richtungen. Ich schon eine Eisenrüstung? Ne, ich brauche erst eine Rüstung, ist wichtiger, sind 12. Oh, schön. Okay. Der hat nur unser Diamant zuvor abgeschnitten in beide Richtungen. Okay, alles klar. Gut, ist ja gleich wieder hingebaut. Genau, der kann. Ja. Der Rücken kann man ja auch seitwärts bauen, ne? Habe ich das richtig gesehen, oder? Ja. Ja, er hat hier, genau. So, eine Dia zuvor ist wieder angeschlossen. Ich mache gerade die zweite. Ich muss nur aufpassen, dass mich keiner runterschießt dabei, weil ich habe keine. Sieht jemand irgendwas, ob ein Feuerball auf mich zufliegt? Ich protecte dich. Nee, alles gut. Genau bei dir. Okay, sehr gut. Ja, perfekt. Ganz aus Space. Okay, dann machen wir die Verbindung in die Mitte wieder. Yes. Damit wir. Ja, sonst bauen wir so einen Tunnel einfach hier. Eisen haben wir für einen Tunnel. Oder ich baue eben eine Brücke, dann können wir die schneller setzen. Sollen wir machen? Ja, klar. Okay, dann mache ich Brücke.
Ich kann Brücke bauen, weil ich... Weil ich würde gerne jetzt auf ein Dierschwert gehen oder sowas, weil ich hab... Dann killen wir auch besser. Aber okay, Achtung, Kroko, zur Seite. Ich hab den Rest der Brücke. Ja, lass dich... du hast eine Plattform, eine Rettungsplattform, ne? Ja. Achtung, Vollfall. Ja. Aber es ist nur auf Space, auf dich. Okay, den Rest kannst du weitermachen. Ich gucke, Gehen wir alle in die Mitte, holen wir uns die Mitte. Bastian, wo bist du? Hab ich aber nicht. Alle einen Home-Teleport? Ich möchte es nicht sagen. Okay, alles klar. Ich hole einen Home-Teleport. Okay, alles klar. Gut. Ich mache ein Upgrade, weil ich Diamanten habe. Oh, ein Diamant noch. Haben wir noch irgendwo einen Diamanten? Ich gehe schnell rechts sammeln. Der wird mich wegsprengen wollen. Ja. Wer, wo? Wo, wer? Geradeaus. Na, dann springen wir den selber weg. Ich upgrade und sofort stand alles weg easy. Damit. Boom. Alles easy. Und weg. Ich habe unsere Forge geupgradet, das ist sicher auch nicht verkehrt gewesen. Aber gut, sehr gut, trotzdem für uns. Ich hole mir schade, dass ich einen Bogen bekomme. Oh, der ist runtergelaufen. Nice. Ja, doof. Dann gehe ich schnell rechts, da haben wir noch... Gilskal ist mein Tod, wie geil. Ja, sehr nice. Joe, brauchst du das Eisen gerade? Wenn nicht, dann freue ich mich, weil ich will einen Bogen. Ja klar, ist in der Chest. Ah, danke dir. Wir haben neuen Dias. Ich habe sogar Gold in der Dings jetzt gerade, habe ich sie gerade. Okay. Ich brauche mal einen Moment, ich bin nicht so schnell. Was, ist bei dir jemand, oder? Ja, aber nee, bei mir gerade alles gut, aber ich hab eine Idee. Dreimu ist auch hier vorne. Okay, sind noch 9. Dreimu ist jemand aus meiner Community. Ja. Space, vorsichtig, da schießt jemand vor, Feuer. Achtung. Ach, so ein kleines Bällchen macht mir doch nichts. Ja, die sind nicht doof. Die wissen, wie es geht. Ist das Dreimu eigentlich, der die Feuerbälle so schießt? Hat er sich meine Strat einfach abgeguckt. Stream-Sniping. Okay. Gelber. Der teleportiert sich. Versucht es zu verhindern. Ach, kann man hier rausboxen oder wie? Schade. Ja. Ah ja, ich muss mir so eine Kapsel kaufen, ne? 5 Gold kostet die, oder? 5 Gold, Kapsel und Teleporter. Kapsel und Teleporter, das ist ganz gut. Oh, ich habe eine Rettungsplattform, ist das doof, ne? Wie heißt die Kapsel? Da, Rettungskapsel, sorry. Okay, ich schmeiß mal eine Rettungsplattform in die Teamchest für alle Fälle. Oh, Plattform nehme ich mal. Ja, mach das. Ja, ich glaube, so, solche Kapsel Items sind für Space ja was. Kapsel ist, glaube ich, eher was für euch. Bitte, ja, die Blauen, die wollen, schneiden uns schon wieder jeglichen Weg hier ab, ne? Ja. Der eine will zu mir kommen. Schöner Feuerball. Ziptonics. Zippi! Hammer. Sehr gut, Joe. Sehr gut. Weg ist er. Nice. Ah, ne, ist Löwi. Okay, schauen wir mal, ob ich das schaffe da. Ja, gut, weiter. Das ist wichtig. Wer ist denn noch da? Wir haben noch 2 gelbe. 4 blaue, okay, also wir müssten mal schauen, dass wir irgendwie die Mitte wieder für uns gewinnen. Können wir unsere Forge so upgraden, dass wir Gold bekommen? Da können einmal noch. Diese, ne? Einmal müssen wir sie noch upgraden, aber einmal ist noch teuer. Was müssen wir dafür bezahlen? 6 Dias sind drin. Ich glaube, wir brauchen noch 10 Dias oder so. Kann jemand ein bisschen Eisen ansparen? Ich hätte gerne ein besseres Schwert oder so. Ja, klar. Was für ein Schwert willst du haben? Ui, das war knapp. Ich brauche mal vielleicht kurz Unterstützung hier bei... Ich brauche mal vielleicht Unterstützung. Ja, wo? Ja. Bei dem Diamantspawner hier vorne? Ja. Lauf im Notfall. Der läuft weg. Okay, Achtung, dann ich hab den gut erwischt, glaube ich. Joe, das war so strong. Team. Danke fürs Backup. Nice. Ja, wirklich gut. Nice. Ich muss mir eine neue Rettungsplattform kaufen gleich. Ja. Haben wir jetzt Gold? Gold und Eisen ist drin. Space, ja, perfekt. Ich habe da gerade Diamanten geholt, Space, ne? Also, dass du nicht wunderst. Okay, 12 Diamanten, das heißt, wir brauchen noch 4. Noch 3. Es ist auch 4 Gold drin dann, also vielleicht kriegen wir bald noch mehr, dass wir dann, Guck mal, Krokus, siehst du den Weg da oben von Grün? Ja, ich hab dich gesehen, wo du gebaut hast. Ja, ich hab gesehen. Das war dein, du hast versucht rüberzukommen. Leute, hat ein bisschen geklappt. Ich hab mich mit der Rettungsplattform safen müssen. Der hat mich gekillt. Ich hab nochmal eine Brücke in die Chest gelegt. Sehr gut. Ja, ich sollte mir meine Chest noch holen. Ich habe noch gar keine Chest. Ich bin ja ein fußläufiger Mensch. Holy shit. Was hast du gemacht? Was war los, Space? Er fettfingert schon wieder. Nichts, alles gut. Was ist schlecht? So, wie weit gehen die Feuerbälle? Also unsere Forge ist voll geupgradet, ne? Also sofort geht's alles bei uns. Perfekt. Ja, dann komm, jetzt komm. Dann machen wir jetzt auf Rambazamba. Bauen wir zur Burg und fest und alles auf. Jetzt machen wir auf Ernst, Leute. Jetzt machen wir Ernst. Ich will, dass wir das zusammen holen. Ne? Ich möchte jetzt gerne, dass wir zusammen hier gewinnen. Finale Runde wird der Win. Jeder hat eine Rettungsplattform. Home-Teleport habe ich vergessen. Waffen upgraden? Waffen upgraden? Waffen upgraden? Was kostet das? Waffen? Ja, es kostet 12, glaube ich. 12 Diamanten. 6 Diamanten fehlen. Was wollte ich jetzt? Spezielles und der Home-Teleport. Okay, habe ich. Könnt ihr am rechten Diaspawner nochmal schauen, ob da was ist?
Ja, ich würde mal die Mitte für mich holen. Ich gucke. Oder versuchen. Ich schau. Ja, da liegen Diamanten. Oh, nice, sehr gut. 4 Stück. Ja, es fehlen 2 Diamanten, dann haben wir das Waffen-Upgrade. Da ist einer unterwegs zu den blauen. Oh, der letzte Gelbe ist runtergefallen. Ja, der war unterwegs zu den blauen, das war nicht so. Ich mache ein bisschen Druck bei Blau. Sehr gut, ich kann dich unterstützen, wenn du schön, willst. Schön, schön, lecker. Hab ihr Bett aufgeschossen? Boah, im Kamikaze könnte ich vielleicht rein, ne? Oh, jetzt kommt er mit Bogen. Ja, aber lass das zusammen gleich machen. Wir haben jetzt die Mitte. Ich kann das Waffen-Upgrade machen in 5 Sekunden. Okay, ich kann das Waffen-Upgrade machen. Okay, sehr gut, do it. Bett ist offen. Okay. Waffen-Upgrade wird gemacht in 5. Bett ist wieder offen. 4. Wenn jemand Fireballs reinlegt, kann ich die weiter stressen. 1. Wir haben das Waffen-Upgrade. Sehr schön. Kroko hat Feuerball. Ich habe euch ein paar Baublöcke reingelegt in die Team-Chest. Ja, kannst du Fireballs reinlegen? Ja. Sind drin. Nice, danke. Haha, da geht's wieder ganz runter, mein Kollege. Ja, Schwert machen. Ja, ich habe keine Dias mehr gerade. Hast du noch welche rein? Eisen ist drin, Gold ist Gold. Ja, ich würde da so gerne rein ins Bett holen, aber ich weiß, das ist halt einfach nicht gut. Ja, Schwert liegt in der Team-Chest. Weiter stressen. Du kannst das Eisenschwert nehmen. Danke. Das Bett ist offen. Bett ist offen. Was brauchen wir? Brauchen wir noch Bogen und Pfeil? Liegt auch in der Team-Chest. Oh ja, danke. Ich ziehe mich mal aus meinem vorderen Posten zurück. Ich habe eine Gravitationsgranate reingelegt, damit kann ich das Bett öffnen. Ich würde gerne shoppen gehen. Ich würde mir gerne. Ich habe eine Gravitationsgranate reingelegt, damit kriege ich das Bett offen, okay? Ja, da müssen wir alle. Das Problem ist, dass die halt alle da stehen und wenn wir reingehen. Ich bin gleich auch bei dir, Space. Dann können wir gemeinsame Sache machen oder so, ne? Die Granate hat nicht agiert. Schade. War teuer. Schade, war teuer. Aber es gibt auch diesen Inferno-Regen oder so. Das ist halt auch krass. Wenn jemand Fireball hat. Mir wieder, bitte. 3 sind schon in der Chest drinnen. Nice, danke. Aber ein bisschen auch. Kannst du mal Schafe machen? Oh ja, Schafe. Koko, mach mal Schafe und tu die in die Kiste, bitte. Schafe kommen sofort. Bett wurde zugebaut mit Glasblöcken. Ja, ich geh zurück. Ich gehe. Oh, Schafe sind teuer, fällt mir gerade auf. Wenn ihr die weiter da in Schacht haltet, dann drehe ich mal eine Runde und sammle bei den anderen die Rohstoffe ein. Ich habe mal 2 Schafe euch reingepackt. Lass grün mir, ich gehe gleich wieder zurück, weil ich nichts mehr habe. 2 Fireballs sind in der Kiste, 2 Schafe sind auch drin, okay? Mhm. Ich nehme die Fireballs, ich gehe gleich zu grün. Bleib noch mal kurz, ich löse dich ab sozusagen, dass wir die ein bisschen im Schacht halten da und nicht rauslassen. Das ist, glaube ich, unser Bonus. Wie sind sie noch alle da? Sind ja alle in ihrer Base. Alle. Okay, sehr gut. Ich komme als Unterstützung. Dann kann einer abwechseln und zurück. Ich habe einen Home Teleporter, ich habe eine Rettungskapsel. Ich habe genug Pfeile. Jemand kann mir Pfeile vielleicht reingeben? Oh, ich habe keine Blöcke, ich habe auch keine Team Chest dabei. Ich bin ein Pfeile. Wolle. Ja, Pfeile sind drin. Hab den einen gehittet. Okay, ihr seid alle da. Ich gehe noch mal einmal kurz zurück. Was? Wo sind die Schafe denn hin? Sind drin. Sag mal, letztendlich kann ich ja, wenn ich reinrenne, oder? Wenn ihr das Bett freilegt und ich reinrenne, dann kann ich ja Bett zerstören und ins Void springen, meine Kapsel fängt mich und ich mache Home Teleport, dass ich da nicht in der Meute drin stecke, ne? Das musst du halt gut timen. Okay. Okay. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich hab jetzt abgeschossen. Welche drin? Oh, jetzt fängt er da oben an mit seinem Fireball. Fireball. Könnt ihr mir nochmal irgendwie Schafe in die Kiste machen? Ich mache, aber dauert ganz kurz. Okay, alles klar. Gold ist in der Kiste. Ich bin richtig gut jetzt vorbereitet, ne? Ich kann dir okay, jetzt sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir sind so 4 gegen 4. Eine ganz spannende Runde ist das eigentlich. Ja, das ist super. Es ist Team versus Team eigentlich, weil ich sehe ganz viele Team, außer den Lowy, oder? Gehört dazu vielleicht auch noch zu einem Team von euch. Nee, gibt's nicht. Es gibt keinen anderen mehr. Das ist ein Anzeigefehler, wenn da jemand noch bei dir steht. Okay. Nee, Löwy. Okay. Schauen wir mal, ob das alles so. Okay, wie ist der Stand? Team, einmal Joecraft Team. Können wir das Bett freikriegen? Kriegen wir das frei? Ja, ich würde diese Bombe nehmen, diese Dingsbombe, wenn die hittet. Ja, aber es reicht ja, die haben nichts Gescheites drin. Es reicht ja theoretisch auch, wenn wir einen Feuerball drauf schicken. Ich sammle gerade das Gold ein. Ja, nee. Mach diese Bettbombe. Die macht alle Blöcke weg. Anschließend können wir sofort hochrennen, okay? Ich hab verstanden, wie das funktioniert. Space sammelt da nochmal Gold ein, oder macht das ja? Ja. Kann jemand eine Iron Pickaxe kurz kaufen? Yes, Sir.
Jetzt haben wir Joghurt ein. Kroko, wolltest du nicht zu mir kommen und mich ablösen? Ich bin hier in der Mitte. Ich guck mal, was ich krieg. Dann geh ich jetzt zurück. Ich muss jetzt zurück. Ein bisschen nur. Okay. Okay, Kroko, okay, ich brauche Unterstützung jetzt. Dann, weil Basti zieht sich zurück. Eisenspitzhacke, das heißt, ich weiß nicht, ob ich die in der Chest zu viert halten kann, ja. Was noch? Speedrunk? Ich bin bei dir. Du bist unten in der Mitte gewesen. Ich hab einen gehittet, das ist so geil, wenn man einen hittet. Ja. Was ist das? Trank der Stärke? Trank der Heilung? Da, okay, ja. Sind in der Kiste. Wunderbar, danke. Gerne. Ich gehe gleich wieder auf Position. Okay, die haben jetzt Glas dahin gebaut. Okay, aber mit so einer Dingsgranate ist natürlich nice. Kann auch einer Gold hier reintun, obwohl, warte, ich hau die Granate eben schnell. Warte, Space kommt nochmal. Oh, sorry. Granate ist drin, Granate ist drin. Granate ist drin, habt ihr gehört? Space, hast du gehört? Ja. Granate ist drinnen, ja. Ja, ja. Ich bin gleich wieder auf Position. Ich bin auf Position. Ich kann wieder reinfeuern. So. Space! Okay, ich bräuchte eine Plattform am besten. Haben wir noch Gold für eine Plattform? Ich bin dabei. Plattform baut und braucht einen Moment. 30 Sekunden brauche ich noch. Ich 20 Sekunden für die Plattform. Plattform ist welches Item? Welches Item? Blaze Rod. Bett ist wieder offen. Ich bin auf dem Weg, ich beeile mich. Das Spezial. Blaze Rod ist da, ist drin. Danke. Die machen gut Druck hier gerade bei denen. Das ist super. Wir müssen dieses Bett holen. Ja, ich komme, glaube ich, auch nochmal von der Seite. Ich habe keine Feuerbälle mehr, aber mir fehlt auch eine Team-Chest. Also wenn ihr mich dann... Ihr habt die Bombe, also diese Bombe habt ihr, ne? Den kauft ja, aber das würde ich erst machen, wenn wir wirklich bereit sind, dass wir dann die dann, dass wir die dann reinholen. Ja, ja, ja. Was kosten die Erschwert nochmal? Basti, wie ist bei dir der Standpunkt? Aber kauft ihr lieber ja, nicht. Ja, ich... Wird schwierig jetzt, weil der jetzt auch Bogen hab macht. Ich mach mal an der Seite, versuche ich Druck zu machen. Ich weiß nicht, wie sieht's bei euch von vorne aus? Ja, die mauern hier echt alles zu. Die mauern hier echt alles zu. Der hat sich jetzt auch Vergiftungspfeile gekauft. Was sind das alles? Wo sind die? Da oben, es baut sich einer hoch zu dir, Basti, ne? Ja, warte. Wäre gut, wenn du auf den feuerst. Ja, ich muss nur alle ein bisschen im Blick halten. Okay, ja, ich sehe ihn. Space Joby, ist der Stand bei euch? Sehr gut. Wir brauchen ein paar mehr Feuerbälle, sonst, dass wir nämlich... Gut, gut, gut. Ich habe noch 5 Feuerbälle dabei. Ja, dass wir bei denen mal, der schickt mir gerade neue Pfeile, das ist gut, danke. No, oh, Basti! Was? Nein! Wieso hat die... Rettungskapsel nicht aufgemacht. Ja, weil du nicht über dem Void warst. Shit. Verkackt. Roko? Okay, ja, wo bist du? Ich darf doch. Ui. Hier, noch oben, hier rum. Ja, no, ich Space. Geh oben drüber, du kannst ruhig unten. Space, wie ist der Stand, dass wir... Bin dass bei wir... denen am Bett. Ach schon, Roko? Du bist im Bett bei denen? Ja. Nein, ist doch nicht. Dann sollen wir die Gravitationsbombe machen. Vorsicht. Ja, mach. Ich hab die nicht, Joe hat die. Er ist in der Kiste drin. Ja, dann hol sie raus. Hilft Joe, hilft. Das ist gerade schwer. Space. Oh, das sieht böse aus. Alles super. So, ich komme, Space. Ich komme. Ich musste leider zurück wegen dieser blöden. Oh, ich sollte mir eine neue Plattform holen. Space, wie läuft's? Das tut mir so leid. Ich würde gerne. Irgendjemand muss jetzt. Ich komme. Nein, Joe, das hat nichts gebracht. Die haben keinen Weg runter. Das bringt nichts. Bau kurz Weg nach oben und bau den unten wegbauen. Mit einer Spitzhacke. Schnell! Ja, die scheiben mich ab. Ich habe keine Chance mehr. Okay, ich hab's irgendwie überlebt. Das war gut. Das war trotzdem gut. Sie sind angekommen. Okay, irgendwie, ich hab keine Ahnung wie. Ja, Space, sehr gut, Space, sehr gut. Oh, Space, du bist insane. Oh mein Gott. Nice. Ja, Space kommt jetzt auf. Space kommt jetzt auf. Go. Space kommt auf. Oh, ich bin alleine da. Joe, du musst helfen. Du musst drauf. Ja. Oh, ich muss raus. Ich bin tot. Nein, Mist. Das gibt's nicht. Ich bin halt einfach kein.
Schwert-PvP, ja. Ich dachte, Space lebt länger, dann wollte ich unterstützen, ne? Ah, Mist. Okay, aber Joe, du hast das. Joe, was mach ich denn jetzt? Du bist gegen den aber noch ein Grüner. Wie soll ich das denn schaffen? Ah. Nee, kein Grüner, das ist ein Anzeige. Okay, also rein. Guidet mich. Also hast du eine Diamantrüstung? Ja, perfekt. Stärketrank und dann rein. Oh, wieso mein Gott, Mist, ich bin rein wegen schnell. Ich hätte mich besser equippen können. Aber Diese Explosionsweste, die halt explodiert, nachdem der stirbt, hat mich halt fast komplett gekillt auf einen Schlag. Ach, die hatte eine an oder was? Okay, was soll ich jetzt holen? Ein Stärketrank. Stärketrank und goldene Äpfel. Hol dir einen goldenen Äpfel auch noch. Trank der Stärke. Okay, was noch? Das holst du, Joe, Goldene Äpfel, wenn er das holt. Das holst du, Joe. Eine Enderperle ist auch nicht schlecht, ja. Dings, okay. Die haben leider mit meinem Tod sehr viel Zeug auch bekommen, weil ich schnell gemacht habe, ne? Geh einfach hin. Okay, das holst du, Joe. Ich bin kein PvPler, ich habe keine Ahnung, ich habe auch schon Leute gekillt und bin auch keiner. Aber heute habe ich es verkauft. Joe, du tust das. Oh, Joe, falsche Richtung. Hast du eine Enderperle eigentlich bekommen? Ja, hab ich. Okay, okay, nice. Okay. Aber geh in die Mitte, jetzt in die Mitte. Joe, du holst das für uns. Ja, ich brauch noch ein paar Blöcke. Oh Gott. Du holst das für uns, Joe. Okay, let's go. Weißt du, dein Bonus ist, dass sie dich unterschätzen, Joe. Das stimmt. Und du holst sie damit alle. Also los geht's. Die sitzen beide in ihrer Base. Haben aber beide nur Eisenrüstung, genau. Ne? Trink den Stärketrank. Trink erst einen goldenen Apfel. Goldenen Apfel essen, Stärketrank. Sie schießen Feuerball. Enderperle! Oh. Nein. Das war ein Satz mit X. Zurück teleportieren. Home Teleport, ganz entspannt. Reset. Ich brauche einen Trank der Stärke, habe ich. Einen goldenen Apfel habe ich und Enderperlen. Nimm zwei goldene Äpfel oder sowas. Und nochmal Rettungsplattform. Neue Rettungsplattform, genau. Wo kriege ich die? Bei Enderperle. Das Magma Cream. Ich habe nicht genug Gold. Bei uns droppt Gold. Geh zurück. Bei unserem Spawner liegt ganz viel Gold. Geh da rein. Sammel das Gold ein. Zwei Stück liegen da rum. Einer von den Blauen sammelt gerade Diamanten ein. Es ist also nur noch einer von den Blauen da, Joe. Ich verstehe nicht. Wie? Der eine geht gerade zu Gelb. Ich bin überfordert. Der eine geht zu Gelb. Du kannst auch zu Gelb rüber. Oh, wie gern wäre ich noch dabei. Magma-Green-Dings habe ich. Okay, jetzt habe ich Stärketrank und Enderperle kann ich nicht machen. Ist wurscht, brauchst du nicht. Los geht's. Ist egal. Geh mal zu Gelb rüber. Du kannst auch zu Gelb rüber, weil da ist auch gerade ein Blauer. Ein Blauer ist gerade bei Gelb und deckt sich ein. Oh, der Weg ist aber nicht geil. Ja, das schafft Joe schon. Ja, okay. Das schafft Joe schon. Und wahrscheinlich, der wird nicht wissen. Und den hittest du dann richtig so. Und dann, der hört wahrscheinlich den Stream. Nein. Doch. Ja, okay, Leute. Ja. Wenn ihr mit uns spielt, geht aus dem Stream raus. Ihr dürft ja nachher wieder reinkommen. Aber für die Spielzeit aus dem Stream raus, wirklich. Richtig scheiße. Gibt nachher von mir Ärger. Ist aus meinem Team. Ja, dann report ihn. So, jetzt haben sie auch Diamant. Jetzt ist der eine in der Mitte und holt Gold. Jede Menge Gold. Joe, jetzt hat. Schlag zu, geh in die blaue Base. Ach, Kind, ich kann das alles nicht. Du machst es gut, Joe. Ab in die Mitte. Trink den Stärke. Ja, grün, einer ist bei grün, einer ist bei gelb. Aber geh in die Mitte. Feuer, Feuer, auf ihn, Feuer. Feuerball rechts. Oh. Spät, oder? Hab nicht getroffen, ne. Wenn du den hol ihn dir. Geh einfach drauf und hol ihn dir. Oh, der kriegt's nicht mit. Hol ihn dir. Das wäre die einfachste Redstone-Schaltung, die du jetzt baust. Goldapfel essen. Gut. Und rein. Go. Jetzt hol ihn dir. Rein. Go. Jetzt hol ihn dir. Den hast du, Joe. Down. Ich sag doch, das ist die einfachste Redstone-Schaltung. Und jetzt stell dir vor, der andere, der hat eine Repeater-Clock gebaut. Übrigens, kurze Info nochmal. Die waren vielleicht gar nicht im Stream. Die haben doch auch Teammates, die beobachten. Logisch. Die waren gar nicht im Stream. Alles easy. Wo ist der andere? Was mach ich denn jetzt? Rechts von dir? Der andere ist bei Gelb. Das ist hinter dir. Genau. Und da musst du dir vorstellen, Joe, der hat eine Repeater-Clock gebaut. Genau, geradeaus. Die den Server zum Laggen bringt. Genau, da ist er. Der verschanzt sich da. Der hat keine Diamantrüstung, den kriegst du gut. Genau. Aber der hat Feuerbälle, ne? Hab ich auch. Nice. Gut. Hast du noch Wege, Joe? Wie viele hast du davon? Genug.
Weil dann kannst du auch rüberbauen. Der hat aber auch Fireballs, ne? Ja, aber wenn du meine... Er kann sich Vorsicht, Fireball. Ja, sehr gut gemacht. Schön, Joe. Profi-Move. Oh, ja, okay. Portet dich wieder zurück. Reset. Neuer Versuch. Der kann dich da nicht raus. Alleine schafft er nicht. Das reicht Timing nicht. Das schafft er nicht. Nice. War knapp, aber nicht geschafft. Schön. Es war knapp, aber nicht... Okay, also ich dokumentiere, er geht jetzt wieder in die blaue Basis rüber. Du weißt wieder, du holst dir zuerst die Rettungskapsel und den Home-Teleport. Ja, Rettungskapsel. Rettungskapsel und Home-Teleport. Okay. Dadurch, dass du jetzt in der Mitte warst, hast du wahrscheinlich auch mehr als genug Gold. Wenn du willst, kannst du dir auch einen besseren Bogen holen und Vergiftungspfeile, dass nein, du im Bogenkampf stärker wärst. Nein. Ich bin Schwertkämpfer, ich bin Bogen nicht so gut. Achso, okay. Wie lange hält der Stärketrank? Ist wahrscheinlich abgelaufen schon. Ich sehe keine Stärkepartikel. Aber er ist am Kaufen und nutzt Düs rein, hol ihn der. Okay, aber er holt sich vielleicht rein. Nee, der hat einen Bogen, der hat voll rein. Aber das geht. Okay, jetzt hol ihn dir. Jetzt ist deine Chance. Rein, der hat kein, den hast du. Der hat kein Dia-Schwert, der hat keine Dia-Rüstung. Konzentrier dich, mach ihn. Ja, egal! Du hast sie geholt, du hast gecarried. Oha. Ey, wie gut. Oh mein Gott. Wie gut. The greatest of all time. War zwar ein stundenlanger Kampf, aber egal. Ey, das war wieder so ein, würdiges Abschlussdings. Joe, mega gut. Mega gut. Alter, aber ohne eure Tipps hätte ich das nicht geschafft. Mega Vielen gut. Dank für die ganzen Tipps, ey. Nice. Alter, ey, auch schöne Folge, Joe. Schöne Folge wird das. Ja, total. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Stark. Ey, wie gut. Wie gut. Alter. Wenn ich jetzt noch jemanden hätte, der mir das schneidet, die letzte Runde. Koko macht das bestimmt. Wer, Koko? Ja. Ich kann euch einen Cutter empfehlen, wenn ihr wollt, aber... Also, ich habe echt Respekt vor den Leuten, die so... Das, also die so krass das halt können, ne? Das ist, ja, du musst also Space ja zum Beispiel auch bei dir oder so. Von der Schule nach Hause. Du unterschätzt das ja sowas von, wie anspruchsvoll das ist. Guck mal, wie lange ich jetzt gerade für diesen kleinen Kampf und ihr regelt sowas innerhalb von 10 Sekunden. Ja, aber ich glaube, das Ding ist quasi, erst wenn man es gemacht hat, hat man wirklich auch den Respekt davor. Ja, also es ist wirklich ein sportlicher Akt. Das ist ja kein Joke. Das ist nicht übertrieben. Deswegen heißt es ja auch E-Sport, ne? Ich bin aber echt der Meinung, dass man das besser würdigen sollte, Leute. Also ganz großen Respekt da an die Big BVPler, muss man sagen. So, aber ich mache jetzt keine Runde mehr, ne? Nein. Ich habe auch nochmal in der Screenbox schön gestellt. Wow, geht's sehr schön mit euch. Community. Ich gehe auch nochmal in so eine Streambox. Ja, ich wurde. Das nutzen wir jetzt noch hier. Sind das Admins, die mich gerade teleportieren, die so lieb sind, oder? Nee, das war ich, glaube ich. Sorry. Okay. Hast du eine eigene mit diesen Steinen und so, Space? Ja. Oh. Zeig mal wo. Lol. Achso, die wird immer geladen, wenn du reingehst? Genau. Oh, wie cool. Ja, ich stelle mich einfach so hier hin. Ich stelle mich hier die Mitte einfach. Ihr drei Süßen, es war wie immer eine wunderschöne Runde. Nächste Woche gerne wieder eine einbauen, wenn ihr Lust habt. Oder übernächste, völlig wurscht. Ihr seid im Urlaub, ne? Ja, dann übernächste gerne wieder. Hat Spaß gemacht mit euch. Danke. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ne? Übernächste Woche sind wir auch im Urlaub, oder? Donnerstag vielleicht nicht. Okay. Und ciao. Ciao, ciao. Okay, schönen Abend euch. Ciao, ciao. Tja, das war Bad Wars heute. Ich bleibe jetzt da noch ein bisschen stehen für die Screenshots. Auch wenn ich den Stream jetzt beendet habe, bleibe ich noch ein paar Minütchen stehen. Das heißt, ihr könnt noch entspannt Screenshots machen, wenn ihr wollt. Das ist eure Chance. Ich nutze dann die Chance mal eben, um aufs Klo zu marschieren. ja, lasst mich kurz runterkommen. Wir haben wenig gequatscht. Wir haben viel Action gemacht. Erstmal danke an Täubchen für die Like-Spielspende von 666. Ganz lieb von dir. Like-Spielspende, Friseurzuschuss. Ach, Koko, so schöne Haare mitten im Winter, gell? Ich habe auch einen guten Friseur. Sehr zufrieden mit meinem Friseur. Sehr zufrieden. Mel ist gerade zum Foto machen da. Schaut mal. Mel Foto. Oh, Voice Chat not connected. Wollte ich gar nicht. War echt schöner Spaß. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich bin noch ein bisschen aufgedreht, wie ihr merkt. Mike, Dankeschön für die verschenkte Namensgeschäft. Und Christian, herzlich willkommen bei den Veteranen-Brokerdals. Sind wieder viele Mitgliedschaften heute reingetrödelt. Ihr seid echt super. Dankeschön. Es war ein spannendes Match. Ja, mich ärgert es ein bisschen, dass am Ende so draufgegangen bin. Ich dachte, vielleicht packe ich die zwei, weil ich die Rüstung hatte, die nicht. Hätte noch einen Stärketrank. Ich habe ein bisschen zu sehr gestresst, weil ich wollte Space quasi zur Hilfe eilen. Aber dafür war ich dann ein paar Sekunden zu spät und fürs selber Angreifen war ich ein paar Sekunden zu schwach sozusagen. Ich hätte mich einfach noch einen Stärketrank holen müssen, einen goldenen Apfel und dann hätte ich reingehen. Mit ein bisschen mehr Überlegungen hätte vielleicht besser abgeschnitten. Vielleicht. Ja, aber die anderen dürfen doch im Hintergrund sein. Ich fand das irgendwie nett, wenn die anderen im Hintergrund sind. Ich finde das so immer ein bisschen... Okay, dann machen wir es so, wenn ihr es so lieber habt. Genau.
Was war noch? Samstag gibt's Morgen ist Freitag. Morgen bin ich am Aufnehmen. Am Samstag kriegt ihr Minecraft Freiheit. Und am Sonntag eine Naturfolge für alle Kanalmitglieder und Patreons. Und dann starten wir die nächste Woche. Genau. Ihr Lieben, macht's noch bei der Abstimmung mit dem Community-Tab. Schauen wir mal, ob wir jemanden raiden können. Wie gesagt, ich bleib da in der Box stehen, also macht euch da keinen Stress. Und auch wenn ich jetzt weggekippt hab, könnt ihr ganz entspannt Screenshots machen. Ich mache jetzt nur noch, schauen wir mal, ob wir noch jemanden raiden können. Nee, Calimero hat hier nur eine Dings eingestellt. Den Vorschlag zum Raiden. Ich schau mal ganz kurz, ob die Mods eingeschrieben haben. Nope. Doch, oder? Nope. Täubchen sagt kein Raid mehr heute. Sind euch Basti ist gerade bei mir hier, schau mal. Und weg ist er. Ja, ihr Lieben, alles gut. Dann heute kein Raid. Ihr Lieben, schaut, dass ihr ins Bett kommt. Erholt euch gut. Macht's gut. Und wir sehen uns im nächsten Video. Fitz euch.